Ja. Du fährst den dann auch, oder? Ja, ja. Achso. Also es würde... Also dann muss ich doch vorsichtig ranfragen, ob ich eine Rechnung biege und ja. Und lieber fahren wir mit dem Bus, als dass das nicht zustande kommt. Ja. Aber wir müssen ja wieder ein bisschen mehr Werbung betreiben. Der 15. ist bald. Ja, ich hoffe, ist der Bus nicht voll. Und wir haben gesagt, wir zahlen am 15. alles zurück. Ich habe noch ein paar Leute geraten und gesagt, sie sollen sich an dich wenden diesbezüglich. Ja, also gut, ich will sowieso, ich brauche für dir die Kontaktdaten noch für mich drinstehen, weil ich mir die alle anschreiben. Kann ich machen, ja. Das haben wir schon verschieden gesagt. Also die bezahlen. Genau, richtig. Ja. Thomas, ich habe noch 240 Euro Spenden für Freitickets. Ja, bis jetzt haben sich zwei Leute auf Freitickets gemeldet, also insofern, okay. Selbst das funktioniert nicht so richtig. Aber schauen wir mal jetzt. Ich, ja, wenn ich gewusst hätte, dass heute in Bayern ist, da rausgeht, hätte ich da auch irgendwie noch. Ansonsten ist Freitag nächste Woche Deadline. Das Versprechen gilt, wenn bis dahin das nicht vollständig ist, zahlen wir alles zurück. Beziehungsweise, wenn die Leute zusagen, was wir zahlen, 20 Euro. Wie viel Füllgrad braucht der Bus? 40 oder wie viel? Voll. Wenn es bei 40 Euro bleiben soll, brauchen wir 49 Sitzplätze. Ja. Aber jetzt muss die Hälfte, gute Hälfte haben. Ja, ja, 25 Euro. Wenn ihr einen Text liefert an den Christopher, kannst du das sicherlich mal über Announce. Klar. Wo wir einen Announce haben. Also wir haben es ja auf der Webseite im WordPress, ist ja eine eigene Seite. Ja, es ist ja beschrieben. Wir müssen und die mehr können wir den Text kommentieren. Es geht jetzt um Werbung. Ja, es geht konkret um Werbung. Ja, Text kann man ja, aber im Kurz, also man muss quasi nur einen ganz kurzen Text über die Oberbahn Announce und dann einen Link zu dieser Seite. Genau. Ja, nee, ist wichtig, weil also in einer Woche ist Deadline. Was sind genau die Haltestellen in Nordbayern? Und hat dort schon mal versucht, Werbung zu machen, weil die würden ja mitfahren, die Leute. Ich weiß nicht, war immer das, was von Bayreuth gesagt und auf der Bundesseite war dann Bamberg, glaube ich, oder was? Also müsste man also ich habe von Bayreuth, glaube ich, war einer, der geschrieben hat, dass er mitfahren will. Genau, der Dirk Maiki. Ich habe es halt jetzt auf die Mailinglisten da verschiedene drauf gehauen. Aber Resonanz null, also bis jetzt nichts. Die wissen ja auch noch gar nicht, dass dann am Ende Oberbayern-Bus draufsteht, oder? Wenn ich jetzt noch erwähne, dass die Hauptsponsoren mit bei der Olympiade bewerben, dann fährt keiner mit. Du weißt schon, dass wir gar nicht Steve. Ja, so, ja, das ist ja wurscht. Steht dann auch ein Bus groß drauf. So, gut. Ja. Zu den ganzen, mit den KVs hat sich nichts getan, da ist noch nichts abgerechnet hin und her. Da warte ich jetzt ehrlich gesagt auch den Rechnungsbericht ab, bis wir das haben. Dann schaue ich, dass wir möglichst konsolidiert sind, also möglichst aktuell sind mit den Daten. Und dann werden sich die hier und da noch mal ein bisschen verändern in den Zahlen, aber nichts dramatisch. Beispielsweise könntest du bei der Reservierung einmal 150 Euro raus. Das könnte man jetzt machen, in der Tat, ja, das stimmt. Ich kann ja meins auch ausnehmen, ich brauch's ja nicht mehr über Oberbayern. Dann hast du immer noch das Recht. So. Ja, weil das, also, ich meine, das sind die letzten Endes kannst du diese Zahlen da so ein bisschen wie stille Reserven betrachten, weil wir haben ja nicht vor, sie auszugeben. Ja. Das sind ja für den Fall das. Aber wir haben ja in der Hand, wir können ja selber kontrollieren, ob es passiert oder nicht. Also insofern ist das immer so eine, in Anführungszeichen, stille Reserve. Keine schwarze Kasse, eine stille Reserve. Ja. Ja, Reisekosten Bayern, kann man vielleicht auch mal komplett finden. Ist wahrscheinlich inzwischen wirklich kein Thema mehr. Ja. Gut, wenn man heute runterschaut, sind eben die KV-Zahlen, da habe ich gerade gesagt, die werden sich vielleicht dann nochmal ein bisschen ändern, wenn wir den Abschluss haben und dann auch 2013 am besten gleich zügig durchmachen, zumal ja möglicherweise für die Fusion es sowieso nötig ist. Da ist es der Schalz, es ist keine doppelte Arbeit, wenn man dann wirklich aktuell ist mit den Zahlen. Und unten, wenn du die Summen anschaust, ist kaum unterschiedlich zur Vergangenheit, weil ich ja die Miete sowieso schon immer drin hatte. Das hast du sehen wollen. Ja, minus die 61.580 Euro. Also tatsächlich verfügbar hier 9.000 Euro und wenn mal endlich der Bezirksschatzmeister, das spricht jetzt der Landesschatzmeister gerade, sich bequemen würde, die Abrechnungen zu machen mit den KVs wegen der ganzen Plakate, dann würden wir auch diese 1.800 Euro hoffentlich zurückbekommen. Das ist halt jetzt einfach alles noch liegen geblieben. Da hat sich einfach noch nichts getan. Wir können die nicht verrechnen mit den Abschlagszahlen.
das weiß ich nicht, ob das rechtlich zulässig ist. Wenn du eine Zustimmung kriegst, dann gehen wir schon. Aber ja, aber dann ist es auch schon wurscht. Also, richtig, ja. Man macht es nicht. Das macht man nicht über die Köpfe hinweg. Das muss schon geklärt sein. Vielleicht gibt es auch einen KV, der sagt, hoppla, die Plakate sind nie bei uns angekommen, die sind woanders hingekommen, holt euch das Geld woanders. Da muss man reden mit dem Leuten. Die meisten werden gar nicht wissen, wo die Plakate hingekommen sind. Das ist ja alles ein bisschen konfus gewesen im Wahlkampf. Das werden wir nach dieser vorhandenen Tabelle, nach der wir damals bestellt haben, dann abholen. Ja, unten, da hat sich auch nichts getan, großartig, an den KV-losen Landkassen. Also alles in allem hat sich an den Finanzen die letzten Wochen in Oberbayern nichts verändert. Interessant wird es, wenn wir nachher noch über LIS reden, dann wird es vielleicht noch interessant. Da haben wir ja noch so einen offenen Posten in Richtung München, der da ja nicht drinsteht. Aber das ist jedes Mal, in jeder Sitzung habe ich es angesprochen, also wir vergessen es auch nicht. Und das kann ja in dem Zusammenhang nachher noch interessant werden. So, mehr darf ich, glaube ich, gibt es momentan da nicht zu sagen, wenn nicht jemand Fragen hat. Gut, danke schön. Dann wären wir mit dem Schatzmeister durch. Ich würde jetzt gerne, bevor wir mit anderen Themen anfangen, ein bisschen nur Formalfu machen. Das ist halt diese Anträge hier abschließen. Das ist abgeschlossen, Kosten nicht plakatieren. Das ist auch abgeschlossen, Kosten nicht plakatieren. Das ist auch vor allem bezahlt. Ja. Streaming LGS, das würde ich gerne. Das müssen wir diskutieren. Das können wir im Zusammenhang mit der LGS vielleicht dann nachher machen, oder? Muss das gleich. Ja. Oder machen wir es gleich. Machen wir es gleich. Ganz einfach, irgendjemand muss zahlen. Mir ist so schwer. Ja, genau, mir auch. Nein! Ich sehe so ein bisschen im Zusammenhang zu der Frage, wie organisiert man diese Geschäftsstelle in Zukunft? Ich würde diese Kosten, die sind jetzt angefangen. Das ist richtig, schon richtig. Und ich würde das nicht mit einer zukünftigen Frage verknüpfen. Dann kann man natürlich sagen, wir zahlen es jetzt mal, aber reden dann nochmal drüber, wer es vielleicht endgültig übernimmt. Wer ist wir? Könnte man ja. Wir sitzen momentan hier in Oberbayern. Also ich würde es einfach erstmal zahlen, weil mir ist es persönlich unangenehm. Wir haben letztlich den Kredit in Anspruch genommen und es wäre mir ganz recht. Wolfgang Preis ist kein Parteimitglied, aber er stellt den Service immer noch zur Verfügung und allem drum und dran. Mir wäre es ganz recht, dass wir im externen Verhältnis hier nichts Ungutes aufkommen lassen. Wie wir das dann intern klären und wenn wir das Geld vom LV wiederkriegen, ist mir eigentlich scheißegal. Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal das. Da müsste sich jemand darum kümmern, dass wir das auch dann entsprechend richtig aufteilen. Ja, aber da geht es ja um den Beschluss, dass wir diese 150 Euro übernehmen und dass die an Wolfgang überwiesen werden können. Ja. Mehr geht es gar nicht. Klaus kann erst überweisen, wenn wir beschließen, das Ding zu überweisen. Wir könnten natürlich noch hineinschreiben, die Willenserklärung, dass wir das mit dem Landesverband noch, noch genauer weiter verhandeln wollen, ob da nicht vielleicht der Landesverband einen Teil oder das Ganze übernehmen wird. Das kann aber dann nur eine Willensbekundung hier in dem Amt sein. Ja, meinetwegen. Also wie ich das sehe, ist es ja schon entschieden. Es sind zwei Enthaltungen, die zählen ja nicht. Also ich drei Stimmen auch dafür. Damit ist es entschieden. Wir zahlen erstmal und alles andere sehen wir weiter. Genau, gut. Dann werden sich halt der oberbayerische Schatzmeister mit dem Landesschatzmeister rumärgern müssen, kein Problem. Diese innere Spalte rein. So, die Beauftragung Urlaub haben wir auch abgeschlossen, ist zugestimmt. Das ist die einzige Frage, ob der Manfred noch zustimmen möchte oder nicht. Dann ist das sogar eindeutig. Dann Ausschreibung mit 6 Parteitagen. Der Bezirksvorstand legt für die Ausrichtung des Bezirksvorstands ein Budget von 1000 Euro fest, weil wir auf dieser Wiki-Seite entgegengenommen. Auf der Wiki-Seite selber haben wir natürlich einen wunderschönen Ausschreibungstext, der im Grunde so bekannt sein dürfte. Die genannten Termine sind das Wichtige, wobei wir uns das Ganze wünschen, 11.12., 18., 19. oder 25., 26. Januar.
jeweils einen Tag. Also nur ein Tag, immer an diesem Wochenende. Das wäre sozusagen schön, wenn sich jemand finden würde, der die das organisiert und ausrichten kann. Das wäre der Ausschreibungstext, der hat sich im Wesentlichen nicht geändert, oder Arnold? Nee, wir haben also nur von den Heringern, außerdem noch jetzt eins aus Markt Schwaben, aber die haben... Nein, am Ausschreibungstext. Nein, am Ausschreibungstext hat sich nicht geändert. Ich hätte noch einen Vorschlag, kannst du da noch einen Link auf die Seite How to Parteitag drauf machen? Da steht nämlich... In den Ausschreibungstext. In den Ausschreibungstext. Was ist dein Wiki? Ja, in den Ausschreibungstext. Ein Link. Schreib's bitte rein. Ich weiß nämlich, wie der Link für Autoparteitag ist. Wenn du den kennst, dann. Es hätte den Vorteil, dass die Leute diese ausrichten müssen, was sie an Technik bereitstellen müssen und so weiter. Das Ding lebt nämlich tatsächlich ganz gut und wird weiter gepflegt im Moment. Ah, okay. Also, die in Sonthofen haben auch wieder reingeguckt. Ja. Das, was wir vorhin vom vorherigen Antrag gesagt haben, habe ich nochmal ins Kommentar in Zeile 211 reingefügt. Was? Mhm. Ja. Weil das, was wir mündlich dazu gesagt haben. Dass ich geklärt habe. Okay, genau, gut. Ja, gibt es zu dem Ausschreibungstext Redebedarf? Offensichtlich nicht, von mir alles zugestimmt. Damit ist das angenommen. Die 1000 Euro haben wir übrigens schon seit langem auf der Startseite drinstehen. Ja, also habe ich ja das genau mit den 1000 Euro. So. Dann hätten wir einen Antrag Appell für Prostitution. Den, soweit ich mir bekannt ist, der Carbon München angenommen hatte. Und jetzt möchte hier jemand, dass das auch wir annehmen. Ich habe auf der Mailingliste zusammengefasst die Hauptforderungen von dem nochmal gestellt. Das ist eigentlich in wenigen Stichpunkten erklärt. Ja. Also, ich kann aber sagen, der Antrag ist an München gestellt worden. Der ist jetzt schon vor 2 Wochen oder so, ist dieser Appell raus, ist diese ganze Emma-Geschichte. Mai werden angenommen, weil es in unserem Programm steht. Mehr haben wir jetzt nicht gemacht. Es geht auch, der Antrag ist auch auf Landesebene, der Land soll den auch unterstützen. Ich sehe keinen Harm, aber wir machen jetzt nichts groß draus, außer dass wir halt da unter dieser Liste von 10 Euro sind. Das ist so einer der Trip-Anträge, wenn du ihm zustimmst, interessiert es keine Sau, wenn du ihn ablehnst, gibt es ja auch schon. Dann erscheint. Also, ja, das sehe ich, habt ihr eh alle schon schön eingetragen. Wer ist denn für so einen Antrag verantwortlich? Angenommen. Steht doch Klaus Christian Böckel. Also der Antragsteller. Wer will dafür verantwortlich? Christopher hat sich doch so fast einige Schreiber gesetzt auf der Mailingliste. Ich glaube, verantwortlich ist Christoph. Worüber geht es gerade? Was habe ich gerade gesagt? Du bist jetzt der Verantwortliche für den Antrag, weil du die Mailing auf der Mailingliste das so schön zusammengestellt hast. Deswegen bist du jetzt verantwortlich. Genau. Okay, ich bin für die Prostitution verantwortlich. Yeah. Das ist cool. Aber du musst mir unseren Schatzmeister noch deutlich zahlen. Aber ich habe vorgestellt, dass Christopher für die Prostitution verantwortlich. So, dann hätten wir die Anträge, die jetzt hier im War das jetzt stehen. Ein Umlaufbeschluss oder nicht? Das war ein Umlauf, den wir aber nicht beschlossen haben, jetzt haben wir ihn halt hier gemacht. Genau, jetzt haben wir ja, dann sollten wir die Überschrift Anträge hochsetzen, oder? Nee, das ist doch wurscht. Okay. So, dann, welche Dinge hätten wir heute zu besprechen? Da steht nichts so. Da möchte ich gerne mit euch sozusagen eine kleine Sammlung machen. Mhm. Ich hätte ganz generell, was Kommunikation anbelangt, etwas zu besprechen. Aus Gründen. Ich hätte gerne was zur Finanzierung aus Parteien. Wo tippst du das? Finanzierung. Unter Kurzbericht des Schatzmeisters. Ach, wer ist weitergegangen? Wir haben die Anträge einfach davor. Ah, genau. Guck mal kurz rüber und dann kann ich das How to Parteitag bei dir ins Gebiet eintragen, so. Wenn du das wolltest. Dann gibt es auch den LES, auch wenn ich den nicht besprechen möchte. Möchte ich einfach nur erstmal die Finanzierung sagen. Wie geht es mit dem Hardtop-Parteitag? Ich brauche dich dringend. Ach Gott. Brauchen wir anschließend noch einen geschlossenen Teil? Brauchen wir einen geschlossenen Teil? Weiß ich nicht. Eben nur zum weiteren Vorgehen. Okay. Bezüglich was da jetzt. Wir haben ja den Schritt vom Landesschiedsgericht. Es gibt da nichts zu tun. Ja, gut. Aber ganz oben. Gut, okay. Andere Themen? Vielleicht als erstes, oder? Weitere Themen? Gehen wir die Übersicht zu. Kommunalwahl? Ja, das mit der Terminierung auch von den, wie wir die Kreisverbände zusammenlegen. Kommunalwahl? Kommunalwahl und Kreisverbände.
so mit dem Druck aus. Ja, die Fusionsteilstabende hat ja nichts mit der Kommunalwahl. Nee, machen jetzt nur eine Themensammlung. Oh, ja, okay. Mal ungefähr wissen, dass wir heute um Mitternacht rauskommen. Nee, keine Chance, wenn wir so weitermachen. So, okay. Wenn noch weitere Themen dazu kommen oder hat noch jemand was? Dann machen wir da weiter. Ja, was haben wir jetzt hier? Ach, ich hätte noch was, aber das will ich nicht in Abwesenheit von Klaus Tod machen. Das machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Was ungefähr willst du wissen? Newsletter? Ach so. Okay. Gut. Nein. Gut. Ich füge es dir dann einfach ein. Dann Kommunikation, also die Reihenfolge würde ich jetzt so mal auch belassen. Zuerst reden wir über Kommunikation, Finanzierung, Parteienfinanzierung, LGS. Ich würde das gerne ein bisschen weiter nach hinten setzen, wenn es irgendwie geht. Okay für euch. Schweigen ist Zustimmung. Kommunalwahlzusammenlegung von KVs, LGS und geschlossener Teil. So, wenn noch was dazukommt, können wir das jederzeit gerne einfügen. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Punkt Kommunikation. Wer macht heute überhaupt Protokoll? Christopher, kannst du ein bisschen mitschreiben? Ja, schön, das ist wieder riesig. In der Tat von dem Protokoll, das kann ich mitschreiben. Ja. Das ist gut. Also, es gab ein paar. Es hat nicht nur erst die Diskussion um die LGS hat gezeigt, dass wir sehr häufig Gebrauch von kurzen Kommunikationswegen machen. Und dabei ist es leider schon häufiger vorgekommen, nicht nur beim Thema LGS, sondern auch bei anderen Themen vorher schon, dass wir uns gegenseitig innerhalb des Vorstands, aber auch vor allem auch mit anderen Gliederungen nicht, wie man so schön sagt, beständig und in einer verlässlichen Weise informieren. Dass wir hier keine Firma sind mit einer knallharten Kommunikationsstruktur und Entscheidungsstruktur, ist klar. Aber ich denke, dass wir uns da an der Stelle verbessern müssen. Und das haben wir auf der Forschungsliste schon angerissen und uns da ein bisschen ausgetauscht. Daraus ist ja dann auch entstanden, dass wir jetzt so an den Punkten, wo es halt eventuell auch wirken kann, und da gibt es in einer ehrenamtlich getragenen Chaosgruppe namens Piratenpartei nicht so viele Möglichkeiten, haben wir vereinbart, dass... Das ist keine Entschuldigung für alles. Also, drei Punkte. Einmal Informationen an die Gliederung. Also wenn jemand uns informieren möchte und sich darauf berufen möchte, dass der Bezirksverband informiert ist, dann muss es an die Vorstandsadresse des Bezirksverbands gehen. Nicht mehr an eine Vorstandsmitgliedsadresse. Das gilt selbstverständlich auch für den Landesverband. Das gilt selbstverständlich für alle KVs unter uns. Punkt 2. Wenn Ideen oder Sachen vorbesprochen werden, die dann später in einem Antrag münden, und in diesem Antrag heißt es, oder in der Entscheidungsfindung heißt es, ja, das haben wir ja schon besprochen, oder es gibt Vorabsprachen, wenn die nicht vorher verschriftlicht worden sind, dann sind sie nicht gültig. Verschriftlicht heißt verschriftlicht und veröffentlicht. Also das heißt, in einem Pad oder in einem Wiki schreiben, ohne den Link weiterzugeben, gilt nicht. Ja? Das war jetzt zweitens, Entschuldigung. So ja, du musst es eigentlich jetzt nicht nochmal extra aufschreiben, sondern... Ich hoffe, das Protokoll ist aber nicht schlecht. Ja, es steht in der Mail drin, du kannst auch aus der Mail rauskopieren. Habe ich am Dienstag, glaube ich, verschickt. Kannst du das aus der Mail rauskopieren? Genau, und intern im Vorstand zusätzlich dazu, aber das betrifft sozusagen nur innerhalb des Vorstands, dass wir selbst Ideen und was wir verfolgen so gewissermaßen und mit wem wir sprechen und was möglicherweise andere Forschungsmitglieder betrifft, auch wieder ins CC auf die Forschungsliste setzen. Da hatten wir gestern einen Fall, das habe ich auch gleich mal vorgemacht, wie man sowas machen kann. Da gab es Verwirrung bei Twitter und es sind Leute auf mich und andere eingestürmt und um da jetzt Verwirrung zu vermeiden, sollten wir uns halt untereinander abstimmen. Oder zumindest informieren. Das muss noch nicht mal abgestimmt sein, das muss nur informiert sein. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand etwas tut, mit jemandem darüber spricht oder eine Empfehlung gibt, dann sollten das alle anderen wissen. Das ist
halt innerhalb des Vorstands wichtig, dass wir das wieder machen. Das hat eine ganze Zeit gut funktioniert, aber in letzter Zeit funktioniert es nicht mehr. Und da müssen wir wieder zurückkommen dazu. Mir ist nur wichtig, dass wir uns nicht mit dem Handeln, was wir selber tun, dann am Ende in die Quere kommen. Ja, also sprich, wenn jetzt gestern alle 6 von uns den gleichen angerufen hätten. So. Warum ist der einmal besetzt? Ja, dann hätte er gesagt, ja, typisch. Ja, genau. So. Das hätte er getütert. So. Gut, also deshalb ist es wichtig, dass wir untereinander Bescheid wissen. Ja? Und dass ungefähr auch der gleiche Informationsstand vorherrscht. Das wäre wirklich wichtig. Kurze Frage. Ist für heute in der Bezirksvorstandssitzung ein Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Das haben wir ja. Unten ist geschlossener Teil. Im Schluss. Gut. Also wir haben die Möglichkeit, das zu beschließen, dass wir die Leute hier rausschmeißen. Das ist der B. Aber dann nicht mehr so laut reden. Ja, ja. Das ist dann davor, verstehst du? Ja, Wahnsinn. Frage, die Adresse vorstand@piratenoberrollen.de, da kann ich aber zumindest nicht hinschreiben. Ich habe immer Fehler zurückgekriegt. Was? Diese Diskussion mit Ebersberg, da habe ich ein paar Mails, da waren immer alle Verteiler drin, unter anderem vorstand@piratenoberrollen, und die hat sich geweigert, meine Mails anzunehmen. Das ist bei Europa nicht so einfach. Ja, also es ist schön, wenn ihr sagt, Mails müssen da hingeschickt werden, wenn ich da nicht hinschreiben kann, nützt es mir nicht. Moment. Nein, das, was du gemeint hast, ist die Oberbayern-Vorstandsmailingliste, das ist eine andere Mailadresse. Genau. Du meinst eine andere Mailadresse, du meinst nicht... Ja, der Vorstand hat nämlich alle anderen Vorstände gespammt, indem er die Mailing-Diskussion gemacht hat und im CC den Vorstand von München und den Vorstand von München-Land immer mit reingenommen hat. Ja, aber der hat doch ein Ticketsystem, oder? Das läuft doch auf einem Ticket auf. Passt doch. Nee, es war immer neues Ticket, ich weiß nicht warum. Okay. Es gibt die Maniker-Funktion zusammenfassen. Ja, es gibt auch gerade so Entwickler, aber die nicht unbedingt zu empfehlen ist. Genau. Okay. Vorstand@piratenmuten.de geht an die Leute selber. Okay, wie er das entschieden hat. Wir haben halt Oberbayern unsere Gliederung. Das wollte ich nicht. Die Mailingliste wollte ich schon drin haben, weil das ist, weil das nicht nur schriftlich ist. Das Einzige, was mir daran wichtig ist, es geht hier nicht darum, sozusagen Kommunikationswege zu festigen oder vorzuschreiben, sondern im Endeffekt geht es um Verbindlichkeit in der Kommunikation. Dass wenn ich etwas irgendwo abliefere, dass ich dann auch davon ausgehen kann und darf, dass das da angekommen ist, und wenn da sich nichts rührt, das schweigt auch Zustimmung. Soll ich dich jetzt freuen und sagen, dass wir auch Piraten haben, die keine E-Mail schreiben können? Das ist mir wurscht. Und dann schreiben wir jetzt noch dein Telefonnummer oder sonst was dazu. Nee, es darf dir nicht wurscht sein. Das kommt, erstens kommt der, also mir gegenüber und Landsverband gegenüber, kannst du so schreiben, aber erstens finde ich, der Text kommt böse rüber. Ja, über anderen Piraten. Kann sein. Die Kommunikation, Probleme lagen hauptsächlich bei euch. Sage ich auch ganz klipp und klar. Es ist einfach so. Insofern, gib eine Telefonnummer von jemand an oder gib eine Telefonnummer. Ja, okay, Telefon ist für mich kein verbindliches Kommunikationsmittel. Genau. Doch, dann musst du das dann ein Ticket erstellen und musst das an deinen Vorstand weitergeben. Du kannst nicht von dir erwarten, dass eine E-Mail, ich kann dir auch einen Brief schreiben. Aber also, ich sage dir, wie es ist, im geschäftlichen Verkehr, im Zweifel werde ich immer auch am Telefon danach fragen, schick mir das kurz als E-Mail. Ja, aber was weiß ich, also... Ja, ja, so. Und jetzt, um ins Verlauf zurückzukommen, dass die Kommunikationsfehler bei uns lagen, ich bestreite nicht, dass wir auch Fehler in dieser Kommunikation gemacht haben. Ja. Aber es ist nicht richtig, dass wir sozusagen der Hauptverantwortliche, habe ich auch nicht haben. Der Meister hat einfach einen Fehler begangen, oder es haben uns dahin entwickelt, dass wir es da an vielen Stellen halt schleifen lassen. Und dass das nicht nur den KV oder den LV betrifft, sondern auch uns. Ich habe ja hier, der dritte Punkt betrifft nur uns. Also wir haben sogar innerhalb des Vorstands haben wir Kommunikationsprobleme. Also das sage ich dazu. Ja? Nur um das in irgendeiner Weise verbessern zu können, ja, muss ich die Schnittstelle definieren. Und also technokratisch und intern auch dafür sorgen, dass wir uns wieder zusammenhalten. Also als Außenstehende finde ich das aber schon komisch, weil wenn ich persönlich jetzt von irgendeiner Gruppe von Leuten was will, schreibe ich ungern an irgendeine anonyme Gruppenadresse, sondern ich wende mich an den Vorstand meines Vertrauens und frage ihn erstmal, sprich mit dem.
Und ich erwarte dann schon, dass er es schafft, das Innenvorstand zu kommunizieren. Also es muss eigentlich muss es so sein, dass, also zumindest im Muckelkram haben wir das schon so. Wenn jemand dann irgendeinen von uns antritt, dann sage ich nicht zu dem, schreib erstmal an die Vorstandsmail, sondern dann rede ich mit dem, nehme das auf und gebe es dann gefiltert, sortiert und das, was relevant ist für alle vom Vorstand, an den Vorstand weiter. Ich schicke ja auch nicht jeden Deppen, der mit irgendwas daherkommt, an den gesamten Vorstand weiter. Das in meinem Vorstand, weder in meinem Vorstand kriege ich das hin, durchgehen, noch, dass ich das, das ist Teamarbeit. Ja, das ist schon klar. Dann, wenn ich selbst mit Vorständen anderer Kreisverbände, egal welchen jetzt, rede, da weiß der stellvertretende Vorsitzende nicht davon, was der Vorsitzende gemacht hat, und zwar was eine Woche her ist. Mhm. Dann, und im Landesverband, jetzt gibt es ja das Neue, ihr habt die Chance, das besser zu machen, aber im alten Landesvorstand auch so gewesen ist. Mhm. Ja, dann, tut mir leid, was soll ich denn noch machen? Dann hast du aber, dann nützt es nichts, die Mailadresse nach außen zu sagen, ihr dürft nur noch über den einen Kanal kommunizieren. Nein, ich sondern muss dafür sorgen, dass der Vorstand im Tempel arbeitet. Es geht nicht darum, dass vielleicht ist es Claudia ganz sofort klar, es geht darum. Das heißt nicht, dass nicht kommuniziert werden soll, es heißt nicht, dass man untereinander spricht. Nur, wenn man sich nachher darauf berufen will, muss dieses offiziell irgendwo passiert sein und verschriftlicht worden sein. Wenn dieser offizielle Weg nicht beschritten worden ist, dann hat es nicht stattgefunden. Wir müssen etwas haben, wo wir uns darauf berufen können. Ich verbiete damit auch nicht, dass hier in der LGS oder sonst wo in der Kneipe zwischen Tür und Angel irgendwas ausgemacht wird. Das ist egal nicht, aber das berührt es nicht. Es geht nur darum, dass das Ergebnis kommuniziert wird. Okay. Dass wenn zwei Vorstandsmitglieder oder wenn ein Mitglied zu einem Vorstandsmitglied regen Mailverkehr betreibt und Fragen stellt und so weiter, das ist völlig in Ordnung. Nur wenn daraus eine Folge entstehen soll, dann muss das dann am Ende, das zumindest das Ergebnis, auch offiziell kommuniziert werden. Aber du erwartest von dem Außenstehenden, dass er sich darum kümmert, dass ihr das alle erfahrt. Das stört mich daran. Das soll dann schon der aus eurem Vorstand, der sich das Thema gekümmert hat, dafür sorgen. Dann ist das, da hast du recht an der Stelle, das ist ungenügend. Der Text, diese Aufgabe sehe ich für Gliederung. Also andere Vorstände. Dann würde ich es aber so hinschreiben, weil so kommt es so raus, dass der Basispirat, der was von euch will, muss irgendeine anonyme Vorstandsadresse benutzen, um jemanden anzusprechen, weil er sonst niemanden erreicht oder die nicht miteinander reden. Ich will aber Wally mal unterstützen. Entschuldigung. Geh mal ein bisschen runter und lese mal die Ergänzung. Also jetzt gab es ein Problem mit der Kommunikation, das ist klar auf beiden Seiten, das haben wir jetzt zu Genüge diskutiert. Was die Landesgeschäftsstelle angeht, gab es im vergangenen Jahr mehrfach große LGS-Orga-Treffen, wo ich unter anderem mit dem Landesverband diskutiert hatte, und da gab es auch heftigere Diskussionen, was die Landesgeschäftsstelle anging. Das war die offizielle Kommunikation zur Landesgeschäftsstelle. Die wurden immer in den großen LGS-Orga-Treffen veranstaltet. Wenn wir die jetzt außen vor lassen, dann haben wir ein Problem, weil dafür sind genau diese großen LGS-Orga-Treffen, weil die Mieter in der Landesgeschäftsstelle ist der Kreisverband, der Bezirksverband und der Landesverband. Das sind drei Mieter. Das ist nicht nur der Landesverband. Dafür sind große LGS-Orga-Treffen, um genau solche Themen zu diskutieren, wie wir jetzt am Montag machen werden. Wenn wir die jetzt außen vor lassen, in jeglicher Kommunikation, dann haben wir definitiv ein Problem. Wenn einzelne Vorstände miteinander untereinander diskutieren, dann wäre es natürlich in der Pflicht der einzelnen Vorstände, jeweils den Rest des Vorstands zu informieren. Aber wenn ich jetzt in Fragen des Wikis, mich nicht an den Beauftragten, in Fragen des Wikis zu Bayern, mich nicht an den Beauftragten des Wikis wende, sondern mich an irgendwen anderen, dann brauche ich nicht erwarten, dass damit die Kommunikation von meiner Seite sauber gelaufen ist. Also man muss sich an die Beauftragungen und die offiziellen Kommunikationswege schon in irgendeiner Form und Weise halten. Können das auch gerne nochmal aufmalen oder irgendwie verdeutlichen? Ich würde dir nur auch nochmal, also ich würde dich unterstützen wollen, weil ich glaube insgesamt, wir in München haben jetzt schon tatsächlich ein Problem, weil wir haben jetzt den KV, wir haben Oberbayern, wo viele in München sind, und wir haben jetzt auch noch einen Landesverband, wo viele in München sind. Und das heißt, es ist natürlich völlig klar, dass wir miteinander reden. Und wenn ich mit Wally rede, dann ist das natürlich vollkommen okay. Das Problem ist nur, dass man nicht ausgehen kann, auch wenn wir super im Vorstand jeweils zusammenarbeiten, dass wenn am nächsten Tag Dietmar mit Arnold redet, dass die auf dem gleichen Stand sind. Und das werden wir in Zukunft öfter haben, einfach weil wir uns jetzt in drei Gliederungen in einer Stadt relativ oft sehen. Und deswegen kann ich diesen Beschluss, redet so viel ihr wollt und je mehr, desto öfter, aber zählen tut das, was über die offiziellen Kommunikationswege gegangen ist. Und dadurch sind wir alle in der Pflicht. Ich kann, wenn Wally mir nach 3-4 6.000 Euro verspricht, dann muss ich das eben über die offizielle Kommunikationsfolge machen. Das ist halt, das sehe ich schon für sinnvoll, und da müssen wir uns auch versuchen, dran zu halten.
weil sonst kriegen wir nämlich auch mit einem Riesenproblem, wenn wir hier jetzt halt in München, weil ich glaube, es wird jetzt eher schlimmer. Also ja, und genau die 6.000 Euro sind ein wunderbares Beispiel dafür, die sind bis heute nicht irgendwo verschriftlicht worden. Ja? Kein Schluss, es gibt keinen Kommentar. Es gibt gar nichts dazu. Aber eigentlich ist allen Beteiligten im Buch klar. Ja, man lernt draus. Also, ja. Also es geht auch darum, dass wenn zwei reden, egal welche Vergliederung jetzt, dass dann irgendwie dann doch implizit davon ausgegangen wird, dass, ja, und dieses implizit funktioniert. Also es hat halt einfach in der Vergangenheit nicht funktioniert. Also schau mal, hier unten im Einzelnen schon, vielleicht sagt die das alles, was hier bereits diskutiert soll. Informationen, die in die Richtung irgendwo ankommen, also Gespräche, Telefon, wie auch immer, dann wirklich für eine Handlung oder für eine Beschluss dienlich sein, dann müssen die beschriftlich werden. Genau das ist das, was man im Kopf hat. Genau. Das ist im Endeffekt das ist praktisch notwendig, denke ich. Und im Endeffekt ist es auch die Voraussetzung dafür, dass wir transparent arbeiten können. Ja? Weil alles andere ist es nicht. Jetzt ist für mich natürlich nur die Sache, man kann alles aufschreiben und man kann böse E-Mails rumschicken, selbst wenn sie nicht böse gemeint waren. Am Ende zählt nur das, was dann auch gelebt wird. Ja? Böse E-Mails verschicken. Ja, du hast gesagt, das wäre eine böse E-Mail. Ich dachte, du hast mich gemeint. Ich habe mich zurückgehalten. Wie immer. Am ersten Tag wäre was ganz anderes passiert. Da habe ich gekniffen. Ich habe gesagt, das machst du jetzt nicht. Gut. Das muss ich mir am Ende verschlafen. Ja. Gut, also nochmal, das muss natürlich gelebt werden und am besten lebt es sich dadurch, dass sich alle daran halten und das versuchen zu verstehen und versuchen, das auch sozusagen für sich anzunehmen. Also nicht nur zu tolerieren, sondern es zu akzeptieren. Das wäre toll und das ist natürlich auch super, wenn ihr das im LV so untereinander kommuniziert. Ich habe jetzt am Wochenende, ja, wo ihr das. Nein, wie gesagt, ich finde das ja auch durchaus sinnvoll, dass das irgendwie niedergeschrieben ist. Ich finde bloß, wie du das geschrieben hast, und das war auch aus dem Ergebnis von der Geschichte, kam ein bisschen böse rüber. Und wie gesagt, du hast das vorher auf ein öffentliches Forum geschrieben. Aber wie ich das jetzt beim erstens, zweitens, drittens hingeschrieben habe. Jetzt ist da alles gut. Ich finde halt bloß, wie er das geschrieben hat, das haben ja auch Leute gelesen, die das in dem Sinne nicht betroffen hat. Das hat ja jetzt uns hier betroffen. Das hat ja aber nicht den Pirat XYZ aus Ingolstadt betroffen. Und insofern kam das ein bisschen böse rüber. Okay. Ja, passt sonst. Gut. Dann will ich halt darum bitten, das auch in den jeweiligen Gliederungen zu diskutieren und beim nächsten KV-Treffen bei uns, beziehungsweise wenn wir Leute von KVs sprechen. Steht das auf der TO, das KV-Treffen? Nein. Das hätte ich gerne auf der TO. Gut. Dann kommen wir zu dem Punkt, würden wir zum Punkt Finanzierung aus Parteifinanzierung kommen. Das macht doch wenig Sinn, wenn der Schatzmeister noch unser Ehrengast da ist. Dann verschieben wir den Punkt halt einfach nach hinten. Ganz genau. Ich schau mal, ob Sie Vollzeit einstecken. Manfred, verschieben wir jetzt einfach nach hinten. Wir haben es so da drüben gemacht, also die sind anscheinend. So. Wichtig. Dann machen wir weiter. Mit einem einfacheren Thema, Zusammenlegung von KVs. Ich meine, Kommunalwahl, das kann ewig ausarten, aber das habe ich das ist relativ im Griff, also das Gefühl. Ja, wir werden uns zusammenschließen und du bist zufrieden, oder? Nein. Es geht ja nur darum, dass ihr die Voraussetzungen kennt. Und ich glaube auch vorhin, also was geht es überhaupt? Ja, vielleicht mal die Leute hier, die das nicht wissen, ins Boot zu holen. Es gibt zwei KVs, die derzeit darüber nachdenken und bei dem einen ist es relativ fortgeschritten, das ist Traunstein und BGL, die wollen de facto zumindest also einen solchen Beschluss herbeiführen. Mhm. Und Ebersberg und Münchenland denkt darüber nach. Da ist es allerdings völlig offen, ob das machen oder nicht. Und da gab es halt diverse Fragen zu formal technischen Dingen, wie man sowas überhaupt machen kann, wie man da einladen muss
und wie man das dann in der, später in der Buchhaltung umsetzt und so weiter und so fort. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, ob es von euch noch Fragen dazu gibt. Also sprich, gibt es noch offene Punkte dazu, die wir jetzt hier besprechen sollten? Oder sagt ihr, formal ist alles klar, diejenigen, die es betrifft, müssen jetzt zu einer Entscheidungsfindung kommen? Martina? Ich stelle kurz hier. Ja. Martina, bist du noch da? Okay, dann mal nicht. Ja. Die schreibt aber, ja, ich weiß es nicht. Im Chat steht. Martina, wir können dich nicht hören. Ich hab's aufs Krumm geschaltet. Wir hatten mir zu sehr erklärt. Ruf voll ruhig so. Komm, dann guck mal hin, Leute, echt. Du machst ja eine One and Only Man. Ist okay. So. Ja, gut, dann machen wir mit Traumschaft vielleicht später, aber. Ja. Ja, okay, also wir sind gerade bei dem Thema Zusammenlegung von KVs, Traumschein und BGL. Ich hatte kurz ausgeführt, dass wir im Endeffekt jetzt versuchen, die Grundlagen euch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wie sowas gehen kann und was man alles beachten muss. Und das haben wir ja schon im Großen und Ganzen getan. Das sind die Fragen, oder Frage für mich, was denn an Fragen offen sind. Oder wollten wir mit dir beginnen oder mit Traumschein und BGL? Genau. Was sie jetzt so in der letzten Stunde als neuen Aspekt herausgefiltert hat, ist die Frage, ob die beiden KVs, BGL und Traunstein, in dem Moment, wo sie fusionieren, tatsächlich aufgelöst sind oder ob diese beiden KVs neben dem großen Verband einfach gut weiter existieren, weil Ruhm gibt es laut unserer Satzung wieder und das ist doch rechtlich dann in Ordnung. Na, da hast du was missverstanden, glaube ich. Der ruht, bis der neue Verband steht. Aber wenn man das einfach noch schaut, weil das Parteirecht mit dem Vergleich war so richtig voll. In Deutschland ist der Selbst von den Sportvereinen interessiert. Es ist nur, dass die Einzelvereine jeder für sich trotzdem weiter bestehen. Das war der Prozess, bis es zur Fusion gekommen ist. Das ist nur sozusagen zwischen Auflösung und Neu. Dazwischen gibt es eine juristische Phase, wo es kurzfristig ruht und danach ist alles wieder in Ordnung und ihr habt einen KV und dann ist alles gegessen. Also fasse ich jetzt zusammen, dass wir die Einzel-KVs auflösen müssen und dann ein Gesamtgebilde haben. Wenn du sagst, ruhend, ist es nur in der... Nein, das ist Unsinn, das ist totaler Unsinn. Wir haben eine Sitzung, wo wir uns zusammenschließen. Und dann haben wir in dem Moment ab dann nur noch einen Gesamt-KV und wir haben keine Einzel-KVs mehr. Und es gibt auch nichts Ruhendes. Und das sind sich widersprechende Aussagen, was von euch kommt. Und ich möchte es schriftlich. Das ist natürlich nicht gleichzeitig in derselben Sekunde fassen. Ja, beide müssen getrennt. Nach der Sitzung ist alles bestens. Nein, es ist nicht, weil das heißt, dass wir den KV Huckel auflösen und das will ich nicht. Nee, das tut ihr ja auch nicht. Ihr könnt auch tatsächlich, dass Ebersberg mit euch fusioniert und ihr weiter existiert. Das geht also auch. Das heißt, der KV München-Land existiert die ganze Zeit und Ebersberg schließt sich an. Aber was ist mit Ebersberg in der Zeit? Mhm. Genau. Ja. Und deswegen hätte ich jetzt gerne das Ganze irgendwie in schriftlich, weil sich das irgendwie immer mal jemand was anders sagt. Das sind mündliche Kommunikation mit verschiedenen Leuten. Ich habe heute verschiedenste Versionen gehört. Ich möchte es bitte schriftlich haben. Nein, du schreibst es mir auf. Okay, kann ich auch gerne nochmal machen. Dann kann ich es nämlich hier aufblättern, dann kannst du die Martina lesen, dann kann ich es meinem Vorstand weiterleiten. Das habe ich in Münchenland in dem Pad irgendwas getan, da wo wir Programm gemacht haben, habe ich das unten angefangen. Also, in der Bundessatzung wird klar geregelt, weitere Bedingungen und Landesverbände erfolgen im Ortskreis und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit den politischen Grenzen der Regierungsbezirke kreisen und kreisstadt und Gemeinden sind. Das heißt, ein KV muss immer auf der Ebene dieser Kreise existieren. Er kann nichts anderes tun. So, aber die Satzung des Landesverbandes konkretisiert an der Stelle, dass Zusammenschlüsse von Untergliederungen gleicher Ebene zulässig sind. Das heißt, ihr braucht zwei KVs, die schließen sich zusammen. Das ist jeweils der Beschluss der Mitglieder dieses einen KVs und der Beschluss der Mitglieder des zweiten KVs. Was dabei rauskommt, ist, dass eine neue Gliederung, also dieser Zusammenschluss,
existiert. Und für diese Zeit kannst du das nennen, wie du willst. Juristisch sagt man eigentlich, sie ruhen, die anderen, diese zwei. Die nicht in Betrieb sind. Aber sie würden sofort dann wieder existieren, wenn einer von beiden Mitglieder der Versammlungen sagt, ich bin weg vom Fenster, ich mag nicht mehr mitmachen. Ja? Dann würde sofort der andere KV wieder anfangen zu existieren. Also der Zusammenschluss ist möglich laut bayerischer Satzung. Und ja, das ist mir alles klar soweit. Die ja, Claudia, was nicht klappt. Vom Verein sind ja tatsächlich Stellen, existieren zumindest auf dem Blatt die beiden Kreisverbände für sich weiter und es gibt zusätzlich diesen Zusammenschluss. Weil das ist nämlich das, was vereinträchtigt wird. Du willst daraus wissen, ob du dann auch für die nicht tätigen KVs Rechenschaftsberichte erzeugen musst. Nein, es geht um die Rechenschaftsberichte. Wenn keine anderen sind auch, also dass sie Rechenschaftspflicht machen, ist mir inzwischen klar. Übrigens danke klar für die E-Mail. Der ist Gott nicht da. Nein, es geht darum, ob die KVs weiter existieren. Wir haben nebenbei Chatten wieder vorstandsmäßig und wir haben gerade Mord Ärger an der Backe, weil sie mir sagen, es geht um mich. Es ist ein Zusammenschluss. Und ein Zusammenschluss ist zulässig, das heißt schlichtweg, in dem Fall habt ihr einen organisatorischen KV. Können wir das jetzt schriftlich haben? Ganz im Ernst, es wäre gut, wenn das irgendwo schriftlich steht, weil da sind zwei Vorstände, Bergisch Land und Traunstein, die sich gerade nicht einigen können. Wir im KV Muckel stehen genauso da. Ihr erzählt mir jetzt was, das ist schön, aber ich hätte es wirklich gern schriftlich irgendwo stehen. Wie machen wir sowas juristisch einwandfrei? Also es geht garantiert was. Also das ist, wie man es juristisch einwandfrei macht, steht uns an dem Page. Und was sind die juristischen Folgen? Genau. Ja, schicke ihr das halt aus dem Plugin nochmal. Genau, okay. Gibt es sonst zu dem Thema noch Fragen? Ich habe noch eine Frage. Was ist es jetzt, wenn jetzt ein KV, Leute aus einem KV-losen Landkreis zu irgendeinem KV gehen wollen? Sie wollen ein KV gründen? Nein, sie wollen kein. Sie wollen. Ist formal, wo müssen Sie ein KV gründen? Die brauchen Sie aber keine Satzung. Aber Sie dürfen Mitglied eines anderen Verbandes. Wenn es zwingend Leute sind, um ein KV zu gründen. Nein, das ist kein Problem. Jedes einzelne Mitglied geht einfach in den KV. Fertig aus. Geht. Okay. Das ist, das hat der da Klaus Toll gemacht, der ist ja offiziell immer noch Mitglied im KV Ingolstadt und dann hat er sich überlegt, da wieder rauszugehen und dann, jetzt will er wieder rein und dann hat er gesagt, entscheid dich mal. Und das ist jeweils immer, also Entschuldigung, da habe ich jetzt, weil ich dachte, wollte ich sozusagen fusionieren auf das Gebiet und so. Die einzelnen Mitglieder können natürlich auf Antrag ihre Gliederung wechseln. Wobei immer die nächsthöhere Gliederung zustimmen muss. Also wenn ihr jetzt nach Ingolstadt reingeht, dann muss der, also wir Bezirk, und andere macht das. In der Regel ist das kein Problem, weil warum sollte ich irgendein Mitglied verbieten, das zu tun, was ja lustig ist. Also es gibt nur dann, wenn wir Nazis oder sonstige schöne Scherze haben, dann würde ich, also bei einem Mitglied im gesamten Oberbayern würde ich dann Widerspruch einlegen. Den will ich auch nicht. Ich sag dir jetzt. Ja, sonst noch dazu Fragen? Ihr wisst, Gott und Christoph sagt, er fühlt mich schnell mit Helfenkino. Er sagt, er hat sein Telefon, macht gerade Update, aber er kennt dann gleich. Kann ich mir das dann ganz kurz nochmal umsprechen? Ja, können wir machen. Okay, super. Dann bei den Text. Ich hab noch eine Frage. Kann man den auch für die Zukunft fusionieren? Das heißt, dass wir einen Beschluss fassen auf unserem Parteitag, irgendwie im Dezember, dass wir zum 31.12. fusionieren. Sowas geht auch. Wüsste nicht, was dagegen ist. Okay. Auch die Vorstandswahlen würden dann für die Zukunft mit Amtsantrittsdatum versehen. Muss da im Protokoll halt entsprechend immer ganz klar schreiben. Und deswegen ist der Punkt, dass wir das jetzt nicht machen. Die Lösung gefällt. Ich würde nächstes Jahr verschieben. Also ich sehe überhaupt nicht die eine, weil wenn ich sowieso zwei Rechenschaftsberichte machen muss, dann gerne auch nächstes Jahr. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Thema damit drauf haben wollte, dass man den Termin machen wollte. Ja, aber das ist das Problem, du hast da einen gewissen Druck jetzt reingebracht, den ich so eigentlich nicht wollte. Also wir haben das angesprochen, wir haben auch gesagt, wir setzen zusammen zum Bier und reden das erstmal mit ihr, und so. Jetzt hast du einen gewissen Druck da reingebracht. Wir haben an dem 8. Dezember den Presseprozess.
wenn wir das jetzt da machen, dann müssten wir nämlich auch einen Vorstand wählen komplett und was weiß ich nicht. Ob das jetzt klug ist in Hinsicht auf die Kommunalwahl nächstes Jahr, wo es bei uns sowieso nicht so viel aktiv ist. Ja, aber es wird immer enger dann, da kommt ja die Kommunalwahl. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, den ruhenden KV Ebersberg jetzt sofort zu fusionieren, ja, weil ob wir denen weil es geht ja darum, dass wir denen bei der Kommunalwahl helfen, das tun wir ja sowieso unabhängig davon. Ja, nein. Wir haben da plakatiert. Wir müssen den ASAP zu Vorstandswahlen einladen. Und solange dieses Ding existiert, müssen wir das ASAP immer wieder tun, bis da endlich irgendwas, oder die müssen sich auflösen. Genau genommen begehen wir als Bezirksvorstand momentan derzeit ständigen Satzungsverstoß. Und wenn wir auf die Idee kämen, uns dafür an den Karren zu fahren, dann würden wir verlieren. So. Weil wir eigentlich in der Satzung sind wir in der Endlosschleife von unverzüglicher Einladung zu einem Parteitag, wenn der Vorstand handlungsunfähig ist. So. Und da er immer wieder handlungsunfähig ist, sind wir in dieser unverzüglichen Schleife bis zum Ultimo drin, oder die lösen sich auf. Auch wenn sie das nicht tun, werden wir immer dabei, die im Prinzip zwei wöchentlich einzuladen, und das geht irgendwann nicht mehr. Das geht irgendwann nicht mehr. Also, und, ja. Alternativ dazu können wir im Prinzip auch einen Kreisparteitag machen, den Vorstand wählen von aufs Minimum und ja, dann so weiterführen. Das ist ja genau das Problem, wir kriegen ja nicht mal das Minimum zusammen. Wir haben ja nur drei im Vorstand. Also der KV Muckel hat wahrscheinlich kein Problem, die Ebersberger aufzunehmen. Aber ich möchte den KV Muckel nicht einfach so auflösen mit einer Vorwarnfrist von 3 Wochen und Leuten sagen, ach übrigens, beim nächsten Kreisparteitag lösen wir das auf. Das haben wir ja gerade gesagt, dass man das nicht muss. Nein, also, aber das ist halt das, warum ich sage, das können wir jetzt einfach so mal eben in unsere Kreisparteitag mit aufnehmen. Die Frage ist halt wann. Es wird immer enger. Wir zum Kommunal. Ihr wollt es loswerden, das Problem, und wir sollen es ausbauen. Hast du das jetzt nicht verstanden? Darum geht es nicht. Ich will nur, und das habe ich ja vorhin schon mal kurz erläutert. Es wäre super, wenn wir wirklich bis zum 31.12. für den Ebersberg eine Lösung hätten, weil wir sonst unnötigerweise extra Rechenschaftsbericht und extra Buchungskosten und so weiter für diesen halbtoten KV für 2014 haben werden, selbst wenn der nur einen Tag existiert. Und wenn wir das uns ersparen können als Nebeneffekt, natürlich nicht zu jedem Preis, also wenn ihr das jetzt nicht so schnell entscheiden könnt oder euch Sicherungsgründe seht, dann ist es so. Ja. Nur im Zweifel würde ich dann sogar das wirklich gerne Entscheidung haben. Und zwar würde ich dann sogar so weit gehen, dass wir dann eben zu einer Auflösung einladen und diesen Verband erstmal auflösen. Und ob die sich dann zusammenschließen wollen mit euch, das können wir dann später immer noch machen. Dann müssen wir halt formal diesen KV nochmal wieder drücken, dann ist es nur eine einzige formale Abstimmung. Ja, oder wenn ihr jetzt aufgelöst habt, dann können ja die Mitglieder, wie ihr zuerst gelernt habt, einzeln dann ins Muckel gehen. Ja, haben aber nicht den Vorteil, dass die Finanzen von uns automatisch kriegen. Also, nachdem ich seit heute weiß, dass die Leute, die ich bis jetzt gelesen habe auf der Ebersberger Mailingliste, auch die einzigen vier Aktiven sind, kriegen wir es, glaube ich, hin, mit denen zu reden. Ja. Genau. Und wie ist das mit der Einladungsfrist beim KV Ebersberg? Ist aber kürzer, weil es ist. Genau, wir können außerordentlich einladen. 14 Tage. Ihr habt aber für die 4 Wochen Einladungsfrist, die ihr auch einhalten. Wir haben eine 4 Wochen Einladungsfrist für den Kreisparteitag. Wir haben aber doch nicht die Frist, dass wir nicht einen Tagesordnungspunkt noch draufsetzen. Das könnt ihr selbstverständlich tun. Weil Einladung zum Kreisparteitag tun wir jetzt, und da steht bis jetzt in der Einladung drin, Idee des Zusammenschlusses. Da steht nicht Beschluss zum Zusammenschluss, richtig. Idee des Zusammenschlusses. Ja. Dann kann auch der Kreisparteitag ja trotzdem beschließen, sie zusammenzuschließen. Es gibt eine kleine Einschränkung, das am Tag noch zu ändern. Könnte rechtlich schwierig sein, wenn ihr ein quertreibendes Mitglied habt, falls ihr ein solches habt. Es sollte eine Woche vorher feststehen und kommuniziert werden. Wir haben jetzt auf der Tagesordnung stehen Vorstellung der Idee des Zusammenschlusses der beiden Verbände Ebersberg und Muckel. Genau. Wenn das auf der Tagesordnung steht und die Versammlung dann beschließt, die Idee sofort in die Tat umzusetzen, Sollte es sein. Also es ist jetzt angekündigt, und wenn Sie jetzt... Ja. Dass wir drüber reden, ist damit angekündigt. Ja. Also im Notfall kriegen wir das. Im Notfall würde es sicherlich auch gehen, aber wenn jemand wirklich Prinzipienreiterei spielt, sauberer ist es, wenn man eine Woche vorher nochmal als weitere Tag... Wir haben in der Vorstandssitzung noch nicht mal in der Vorstandssitzung drüber gesprochen. Wir werden doch jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen treffen, wenn man irgendwelche Oberbayern jetzt vorne, das ist ja vorgestern
habe es schon jemand, ihr kriegt das schon hin. Sag mir doch nur, du hast mir eine Frage gestellt, genau, wie das formal laufen sollte. Ich habe dir nicht vorgeschrieben, dass du das gefälligst machen sollst. Also ich würde empfehlen, dass du einfach das Wort Idee rauslässt. Da steht drin, Zusammenstellung. Die ist schon raus, da haben wir nur, das war gestern schon Thema, und wir wollten es wenigstens drin haben. Ja, es steht drin und es steht das drin, was wir bis jetzt aus basisdemokratischen Gründen verantworten können. Wenn in der Woche der Vorstand sagt, okay, vielleicht wollen wir es doch ernster meinen, dann können wir es immer noch Update zur Tagesordnung stellen. Okay, genau. Okay. Gibt es sonst noch weitere Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt, Zusammenlegung von KV? Ist Planet Fox reingekommen? Okay. Nicht? Dann würde ich aus völlig Eigeninteressen, eigenen Gründen und... warte mal, ich hätte dann doch noch einen Punkt. Kannst du den Link noch mit, du hast vorhin gesagt, es gibt da ein Pad. Das Pad kenne ich nicht, weil das ist eine Wiki-Seite. Dass man den da mit rein... KV-Hookie-Pad, da hat er irgendwas wegschrieben, keiner. Dass man das da mit dazu kopiert. Jetzt zu unserem Protokoll. Weißt du wo... Muckel. Warte mal, Muckel.Gerardo.Pad. Das ging über die Mailingliste. Oh shit. Das ist muckel.piratenpad.de. Ja, muckel.piratenpad.de. Wie ist das Pad, weil wir haben ja keinen Zugriff auf eure... Ja, wenn es öffentlich ist, steht das unten gewissen. Zusammenlegung mit der Idee. So, und da habe ich hier unten. Ah, schön. Dann hast du deine Frage verschriftlich beantwortet. Ich lese mir nochmal durch, ob irgendwie das irgendwie noch. Schreib noch was zur Schatzmeisterei dazu, wenn du schon dabei bist. Oder? Es ist möglich, die Buchungskreise eines der beiden bisherigen KVs weiterzuverwenden. Das war die Aussage von Schwanhild, genau. Reicht dir das so oder soll ich es nochmal kriegen? Das reicht mir, aber schickt es der Martina. Okay. Ja, also ich bin jetzt an der Dauer, konnte die Zeitung nicht auch rüberstehen. Das ist an die mit der verschwendeten Kreisbinde definitiv die eigentliche Kreisbinde aufgelöst sind. Wo steht das? Ja, ja. Das ist dort die E-Mail reinschreibt, das ist mir das schriftlich. Sie sind zusammengeschlossen. Sie existieren weiter. Beide Kreisverbände existieren weiter in diesem gemeinsamen Zusammenschluss. Sie können in dem Sinne, weil wir das in der Bundestagsordnung drin haben, nicht. Also wenn Sie jetzt einer der beiden Kreisverbände auf den Gedanken kommt, wir spalten uns ab, in dem Moment lebt der andere Kreisverband wieder auf. Also formal können die Dinger gar nicht aufgelöst werden, weil wir nämlich in den politischen Grenzen nach der Bundestagsordnung. Aber das ist wirklich eine so juristische Feinheit. Ich würde dir prinzipiell zustimmen, ja, sie sind aufgelöst, das geht aber nicht. Genau. Und noch dazu. Also, jetzt nochmal fragen, sie haben tatsächlich nicht aufgelöst, die Kreise. Doch, sie sind. Nein, sag dazu nichts. Was für eine Folge würdest du erwarten, wenn sie aufgelöst wären oder wenn sie auch nicht aufgelöst wären? Was wäre das für ein Unterschied? Naja, weil angenommen, die Kreisverbände sind nicht aufgelöst und DGL sagt, wir machen jetzt wieder meinen eigenen Sinn. Bin ich dann wieder Schatzmeister vom KV aus Rammstein? Nein. Nee, pass auf, warte. Wenn PGL in einem Jahr sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf euch und machen eine Mitgliederversammlung nur mit PGL-Mitgliedern und die das beschließen, dass die keine Lust mehr darauf haben und aus diesem Zusammenschluss hinausgehen, dann hört in dem Moment jetzt der Zusammenschluss auf zu existieren und auch du hast deinen KV Graustein wieder zurück. Ob du dann noch Vorstand dieses KVs bist, ist nur davon abhängig, ob deine Vorstandszeit dann schon abgelaufen ist. Also wenn ich jetzt immer meine Vorstandszeit würde ja ablaufen nächstes Jahr im Juni, wenn im Februar die Berchtesgadener sagen, nehmen wir auch keinen Bock mehr, dann bin ich immer noch Schatzmeister vom KV Traunstein. Nein. Doch. Genau das hat der Wally gerade gesagt. Doch. Weil er nur ruht.
Und das Problem ist aber, wenn dann nämlich die Vorstandschaftszeit abgelaufen ist und der KV Traunstein folglich nicht mehr einen Vorstand hätte, in dem Moment, wo dann die Berchtesgadener sich abspalten, ist der KV Traunstein der Existenz. Noch, weil in jeder Satzung drinsteht, bis zur Neuwahl. Gehst du mal, weil der ist ja nicht mehr. Hey, Leute, ich verstehe kurz was. Ich bin hier am Telefon. Wir sind gleichzeitig Schwierigkeiten. Also kurz gesagt, die Vorstände von den nicht mehr existenten ruhenden KVs sind virtuell noch im Amt, weil in dem Moment, wo dieses Zusammenschluss sich auflöst, ist der alte KV wieder da mit all den Leuten, weil die sind ja nie entlastet worden. Genau. So sehe ich das. Ja, ist es dann eine Option, den Kreisverband aufzulösen und wir haben den Garten aufzulösen? Ich sehe das anders. Martina, jetzt habe ich dich leider nicht verstanden. Was für Hardcore-Juristen. Also ich sag euch was, das ist ein juristisches Problem und die Martina und ich haben nämlich das Problem, dass wir nicht wissen, was passiert, wenn wir uns wieder auflösen würden. Also, wenn ihr euch wieder auflösen solltet und es ist nach dieser... Ihr habt doch alle genauso wenig Ahnung wie ich, ihr seid doch alle keine Juristen, erzählt mir doch nichts. Es ist nach dieser... Wir haben das schon tausendmal durchgespielt in anderen Zusammenlegungen. Ist das kein neues Thema? Solltet ihr euch wieder auflösen und es ist nach dieser Amtszeit und es bestehen halt immer noch juristische Fragen, ob ihr dann noch Vorstandsmitglieder seid oder nicht, oder da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid bereit, einen neuen Parteitag auszuführen, wo es eine neue Vorstandswahl gibt, oder ihr sagt, wir haben mit der Piratenpartei, wir haben jetzt gar keinen Bock mehr, wir sind eh schon ausgetreten, wir haben da keine Lust mehr drauf, dann wäre der Bezirksverband zuständig, einen neuen Kreisparteitag auszurufen und einen neuen Vorstand zu wählen. Also wenn ihr euch wieder auflöst, müsst ihr euch nicht groß Sorgen machen, weil der erste Punkt der Tagesordnung wird dann sein, neuer Kreisparteitag zu machen, um Klarheiten wieder zu schaffen. Das können wir entweder in Beauftragung des Bezirksverbandes machen, wenn er sagt, ihr seid euch nicht sicher, ob ihr noch Vorstand seid, oder ihr könnt es direkt als Vorstände dann noch machen. Also sollte dieser Fall eintreten, würde ich doch einfach empfehlen, reden wir doch dann nochmal, falls das in ein paar Monaten passiert, aber wir drücken mal alle die Daumen, dass ihr gut zusammenpasst und alle sich super verstehen und keinerlei Streitereien gibt. Wie es bei Piraten üblich ist. Das Ding ist, dass bevor wir diesen Zusammenschluss machen, dass das ganz klar ist. Und ich, ganz ehrlich, langsam bin ich so weit, dass ich eine große Lust habe, dass ich mir die Paragraphen vorlege, weil mir Kind das freut, wenn es wirklich so wäre, dass die genauso scheitern wie ihr und anderswo. Wir sind gerade an dem Stand, wo wir sagen, der gesamte KV Traunstein tritt jetzt zurück, wenn es nicht geklärt ist. Wir sind jetzt alle im Stream und ihr seid nur das Sprachrohr von uns. Und ganz ehrlich, wir haben in Traunstein dicke Probleme. Und es hilft nicht, wenn man sagt, wir verschieben diese Probleme auf nächstes Jahr, wenn man vielleicht der KVBGL wieder selber sein möchte oder sonst irgendwas. Wir würden uns seit Monaten nur so irgendwie durch und es muss jetzt ändern. Und ich werde keine weiteren Monate mit irgendwas, mit ich weiß nicht, ob ich im Vorstand bin, noch weiter würden. Das kommt jetzt nicht in Frage. Also ich möchte ganz konkret, ich möchte wissen, was ich machen kann, wenn ich mit der Neuwahl des Vorstands KV, BGL und Traunstein dann auch raus bin aus der Nummer. So heißt nicht einmal, dass ich nicht in den Vorstand KV, BGL, Traunstein sein möchte, aber ich möchte dann auch nicht mehr Schatzmeister von KV, Traunstein sein. Müsst ihr ja in dem Moment. Na, dann kannst du zusätzlich noch kurz vor der Gründungsversammlung dieses neuen Gliederung, dann einfach zurücktreten. Genau. Genau, du willst das nicht. Könnt ihr Traunstein auflösen und dann gemeinsam mit Kreisband neu gründen? Ihr könnt alle gemeinsam zurücktreten kurz vor der Zusammenschließung und damit den Bezirksverband Oberbayern verpflichten, dass, falls es eine Auflösung gibt, einen neuen Kreisparteitag auszuhöhlen, weil es keinen Vorstand gibt, der das machen könnte. Dann seid ihr komplett auf der sicheren Seite und keiner kann euch wegen irgendwas belangen, egal was passiert. Aber die KV-Fusion können wir dann ganz normal durchsetzen, alle zu. Ja, ihr macht es am selben Tag, wo ihr die Fusion zurückzieht, vor dem Tagesordnungspunkt Zusammenschluss, tretet ihr alle gemeinsam zurück. Und dann hat der BZV das Problem. Die Fusion führt ja auch die Basis durch und nicht der Vorstand. Also es ist wurscht, ob ihr vorher zurücktretet, solange die Basis in dem Moment sagt, wir wählen nicht neu, sondern fusionieren stattdessen. Okay, ja gut, ich kriege nur die einzige Meinung, dass das in Ordnung ist. Nee, die Urantrag-Verfahrensfrage. Ich kriege nur auf Twitter den Hinweis, wir haben viele Zuhörer in der Telco
Und der bietet an den Versammlungsleiter besser darauf zu achten, dass wir nacheinander reden und nicht gleichzeitig, weil sonst der Telco wir nicht verstanden werden. Mhm. Es ist schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Das ist, diese Ehre wird uns nicht sehr oft zuteil, bitte. das ehrt uns und dann werden wir uns auch dran halten. Bisher war das leider nicht notwendig. So. Okay. Nochmal die Frage, wenn du jetzt nochmal, oder an Martina, wenn du jetzt noch ganz glasklare und handfeste Sachen schriftlich haben willst, dann formuliere bitte Fragen und schick sie an die Forschungsadresse und du kriegst von genau da auch eine knallharte Antwort. Okay, gut, mach mal. Können wir, Martina, wenn du da was schickst, schickst du es mir über CC und umgekehrt, wenn ihr da was rausschickt, schickt ihr es bitte an den Vorstand Piratenmuckel auch gleich, damit wir das dann auch wissen. Okay, mach ich. Ja, gut. Okay. Martina, in dem Pad, im Protokollpad steht auch der Link auf unser Muckelpad und da steht schon was im unteren Teil rechtlich. Okay. Warte mal, in dem jetzigen Da steht unter dem Tagesordnungspunkt Zusammenlegung von KVs gibt es eine Siehe auch. Und da sind Pro Contra von Muckel und EWE drin und ganz unten habe ich das Rechtliches ausgeführt. Wenn es an den wenn du es an den Vorstand Muckel schickst, kannst du es vielleicht auch an die Ebersberger Mailingliste schicken, weil die haben jetzt keinen Vorstand und wollen vielleicht auch wissen, was Sache ist. Okay. Manfred, kannst du das wissen? Dann kämen wir zum nächsten Punkt. Allerdings hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, dass es toll wäre, wenn wir eine kurze Unterbrechung einlegen könnten. Ich würde sagen 5 Minuten ungefähr und dann machen wir weiter. Ist das auch in eurem Interesse? Oder hat jemand was dagegen? Dann kann ich aufessen. Ihr was dagegen. Ich habe auch was dagegen. Was sagt die Telco dazu? Ja, Pause. Kannst du mir auch gehen? Das ist super. Die Basis hat den Schirm. Martina, ich würde ja, ich habe so zu Hause, wenn ich Telcos mache, habe ich ein Headset und so ein mobiles Telefon, so ein Decktelefon, dann gehe ich raus, rauchen, wenn ich will. Das ist der Vorteil von Telcos. Ja, das Ding ist, dass wenn ich rausgehe zum Rauchen, dann muss ich 5 Stockwerke runter. Das ist echt nervig und es soll auch gleich auf mein Telefon gehen. Okay. Also so rausgehen zum Rauchen ist es mehr als 10-minütiger angegangen. So, jetzt ist aber Pause, wir gehen raus zum Rauchen. Jo, also ich gehe jetzt raus zum Rauchen. Bis gleich. Wie viel gibt es da mit Zugang, oder? Nein. Wir haben hier, ist es da mit Ton? Natürlich. Ach, Spurte, die hat sich. Auf Twitter waren Astrid, Manele, Mario und die sich gemeldet. Das waren nur die drei, die sich beschwert haben, das nichts mehr. Die sich getraut haben. Hast du mir eine Mail geschickt? Ich habe dir eine Mail geschickt mit der Abonnementseite für die LGS-Mailingliste. Kannst du mir bitte den Link mal geben? Ich komme nicht an meine E-Mails rein, weil ich den Link hier gelöscht habe, bei den Leisten da oben. Sag's mir mal bitte. Wie heißt das? Ich kann den Link buchstabieren. Ich muss ihn dir irgendwie zukommen lassen. Tipp's einfach ein. Ich weiß es nicht. Dafür hättest du. Du warst ja bei den Piraten noch dabei. Ja. Aha. Müssen wir eigentlich finden. Ja, eben. Wie? Also, Wiki ist bei sich von piratenpartei.de. Okay. Dann auf Basics. Klar. Dann gehen wir auf die Tools und hier geht es um eine Mailingliste. Mailingliste gleich das erste und dann haben wir hier unten den Link zu dem wichtigsten. Oh, shit. Ist das hier? So, und jetzt haben wir hier. Oder auch nicht. Hier haben wir einen Link für die wichtigsten Mailinglisten von beiden. Und jetzt müssten wir sie eigentlich hier finden, wenn sie öffentlich ist. LGS. Wie müsste es eigentlich sein? Nee, das ist nicht. Ich sag's dir gleich. So, beide dann wieder. Oh nee. Ich bin froh, dass hier niemand war. Keine Ahnung.
Kompliziert anstrengend war es. Was war anstrengend? Was war anstrengend? Ja, mit halt fusionieren, nicht fusionieren und im Recht sein, nicht im Recht sein. Guck mal, dass du den Schlüssel zum Büro kriegst, das sieht irgendwo dein Törtchen vorne. Das ist ja nicht mehr mir. So. War die ganze Zeit nur so? Das war Manfred. Siehst du, das ist der Dachteil am Telefon. Am Telefon kann man euch ganz schlecht auseinanderhalten. Hallo Astrid. Hallo zusammen, wie geht's euch? Ist ja noch Pause, ne? Hallo, grüße euch. Wer bist denn du? Auf der Anmeldeseite, am Ende wissen, hast du schon abonniert. Dann gibt es eintippen, E-Mail erhalten und bestätigen. Was? Du bist noch auf keine Meldung gekommen. Bist du eigentlich ein Pet oder so? Ja. Really? Immer. Wir schauen mal nicht, wie es heißt. Hm? Das ist der München@piratenpartei.de. Oh. Meine Mailadresse, Mail.com. Die Frage ist, mit welcher Mailadresse willst du dich denn anmelden bei der Mailingliste? Darum geht es mir nicht. Das kann ich machen. Okay. Das bleibt da erstmal. Ich will an meinen Vorstands-E-Mail und ich schreibe. Ah, das weiß ich jetzt nicht. Mit Video. Ah, doch, ich kenne dein Passwort. Nicht mal. Ich habe eine weitere Einladung. Ich würde die immer anstrengend. Deswegen so weiß ich nicht. Aber ich sage es dir jetzt kurz. Wenn ihr den Link haben, die müssen sich dann auch anziehen. Zum Pad. Dann ist ja klar, dass ihr nicht über den Bierflaschen auf die Stimme. Okay, HTTPS. Moment. HTTPS. //. Ja. Ulmer Bayern. Was ist denn wahr? piratenpad.de /2013-11-08. Das ist der Link. Da machen wir Kabel, dann ist man wieder mehr, da kannst du was. Okay. Jetzt schon. Möchte jemand anderes das auch haben? Ich kann den klittern. Der läuft das Ganze. Ach, bitte einfach alles. Ich treffe den jetzt einfach. Ja, dann müssen die Leute schon. Hm? Wir einfach von oben. Ah, okay. Also, falls sie den gleichen Weg benutzen, wie wir, wäre das dann Seid ihr mir böse, wenn ich nicht darüber lache? Das wird von uns nicht finanziert. Nee, ich kann nämlich kein Geld mehr dafür. Wenn du jetzt irgendwo kommst nach England oder nach Amerika und sagst, du kommst aus Bayern, dann würde ich viel haben, die noch runterfranken. Kann jemand hier fragen? Du hast die Belege. Kann jemand hier fragen? Also bitte kein Rassismus. Aber bleib doch nicht salzen, die Wunden anderer Menschen. Das ist gleich erlebt, dass du so die Nüsse rausklappst, gell? Okay. Also so? Ja, okay. Oh. Das so will ich aber nicht. Ist das für ein Wunder? Das ist ganz persönlich. Florian, hast du denn alle die Hunde von eurer Webmail Du hast auch das hier angespielt, du machst das einfach so. Wie? Hast du schon den Schlüssel zu Büro? Ich habe gehört, dass meine Matte. Gut, dann. Alles gleichzeitig. Ja, bitte.
Okay. Danke. Nein, das war das. Wir sind jetzt auch hier drin. Wir sind jetzt alle hier bloß. Ein Schatzmeister mit dem Namen. Wie ist denn der Ringdruck vermittelt? Machen wir weiter, oder? Nee, nee, machen wir nicht. Niki? Ah, Mann. Entschuldigung. Jetzt geht's weiter. Ui, da ist auch was drin. Mikrowurz? Von dem ist was. Danke. Das wäre ganz gut. So, okay. Kommen wir zum Punkt Kommunalwahl. Wir hatten einen Kommunaltag vor letzter Woche. Hier. Da gab es diverse Vorträge. Da wurde auch ein wunderbares Protokoll geschrieben. Das ist allerdings immer noch nicht vollständig. Sobald es vollständig ist, steht es über die Announce. Vollständig insofern, es ist, steht zwar alles drin, aber es steht noch nichts. Oder es ist noch manches nicht so ausgeführt, dass man das beim Lesen versteht. Es ist aber wichtig, dass es das keine Missverständnisse erzeugt. Wenn es so verstehen, ja, Thema Kommunalwahl und Kommunalwahlkampf. Wir haben ja, um das zur Erinnerung für alle, die zuhören und hier sind, gibt einen Beschluss von einem der Bezirksparteitage in diesem Jahr, wo drin steht, sinngemäß, dass wir an so vielen Kommunalwahlen teilnehmen, wie wir können. Und das ist natürlich eine gewisse Verpflichtung, aber vor allem auch Erlaubnis, nicht vorher ist noch großartig, um Erlaubnis fragen zu müssen. Das gilt natürlich für jeden Piraten. Das heißt, wenn man vor Ort nur eine oder ganz wenig Leute sind, dann kann man sich selber darum kümmern, dass eine AV stattfindet, sodass man dann auch Unterschriften sammeln bzw. später Wahlkampf machen kann. Welche Themen rund um den Kommunalwahlkampf oder Kommunalwahl möchtet ihr noch besprechen? Oder möchtet ihr nur, dass wir noch mal was zusammenfassen? Oder nochmal in Erinnerung rufen, weil es da geht und um Dinge zu beachten sind, wobei das gerne auch ausarten kann, wenn man dazu detailliert wird. Gibt es dazu Fragen? Wir können ja zunächst mal den Link in den Wiki setzen. Ja. Ich hätte eine Wortmeldung. Ja, schieß los. Vielleicht ist es auch bei deinem Kommunaltag besprochen worden. Ich hätte nur eine kurze Frage, ob es eine Lösung gibt oder eine Idee für Landkreise, die nicht an der Kommunalwahl teilnehmen. Wo du sagst, die sollen dann die unterstützen oder die sollen dieses oder jenes machen. Zumindest nichts bekannt. Okay, ist aber auch nicht irgendwie von der Idee her, oder gehst du nicht davon aus, dass es Tafos gibt oder Landkreise, die nicht teilnehmen werden? Doch. Nur die Frage steht für mich im Moment gar nicht an. Wenn wir dann sehen, im spätestens 16. Nee, wann ist das? Februar irgendwann die Anrechnungsfrist, dass nur ganz wenige oder welche dann eben nicht teilnehmen, dann werden wir uns überlegen, wie wir die dann einbinden können. Okay. Ich hätte nur noch einen Hinweis, weil ihr vermutlich am ehesten Überblick habt, dann irgendwann, welche Gemeinden und Kommunen zur Wahl antreten. Es gibt, glaube ich, von dir eine Wiki-Seite und es gibt irgendein Pad, das rumschwirrt, dass man, wenn man was weiß, irgendwann mal das zumindest eins von beiden reinhaut. Ja, genau. Also das Pad ist von Benjamin Stöcker, der sammelt da. Ich setze einen Link rein. Genau, ja, setze mal einen Link rein. Super. Und diese Wiki-Seite, die habe ich tatsächlich aufgesetzt und sammle da ein bisschen die Informationen, die mir bekannt ist, bzw. bekannt wird. Und so, dass wir das da zusammenfassen können. Weil tatsächlich der Grundbedarf, genau deshalb habe ich die Wiki-Seite angelegt, dass wir irgendwann eine Übersicht kriegen, wo haben wir denn jetzt Kandidaten und wo treten wir überhaupt an und wo ist der, beziehungsweise jetzt in der Übergangszeit, wie schaut es aus mit Unterschriften, haben wir da eine Möglichkeit oder ist das völlig, ja,
Gut. Weiteres zur Kommunalwahl. Wenn nicht, dann würde ich gerne einen Vorschlag machen. Ich würde gerne das KV treffen und den geschlossenen Teil vorziehen, bevor wir LGS und Finanzierung besprechen. Ich würde, da stimme ich dir jetzt zu, in dem Punkt, dass wir das KV treffen vorziehen. Ja. Etwas nach den geschlossenen Teilen zu legen, was wieder öffentlich ist, ist schwierig, weil die Leute dann vielleicht schon gegangen sind oder zum Stammtisch oder vom Stream disconnected und so weiter. Deshalb würde ich das ungern tun, außer du bestehst es drauf. Ich bestehe. Ich würde dann aber meinen Widerspruch einlegen und würde dann sagen, lehnen das ab. Wir kennen das. Gut. Okay. Christopher, was ist so? Dann machen wir jetzt KV-Treffen. So, ich habe vor ein paar Wochen auf der Mailingliste mal gepostet, wegen dem KV-Treffen, dass wir irgendwie an die weitere Orga rangehen sollten, wie wir das machen. Ich habe das Pad aufgemacht, das steht übrigens auch im Pad drin. Ja. Planung und Orga. Wir wollen ein Treffen mit unseren KVs machen, für die Leute, die jetzt in der Telco drin sind. Das machen wir regelmäßig. Das ist jetzt dann unser 6. Treffen mit den Kreisverbänden des Bezirksverbands Oberbayern. Und da geht es um die Planung, was wollen wir mit unseren Kreisverbänden besprechen. Ich habe jetzt mal in die Planung und Orga reingeschrieben, was wollen wir machen, wollen wir Vorträge vorbereiten, haben wir Referenten, was wollen wir mit unseren Kreisverbänden eigentlich machen, haben wir Themen zu koordinieren, jetzt Kommunalwahl, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das Ganze liegt, wann wir das machen wollen. Beim Schatzmeister habe ich jetzt mal dazu geschrieben, da wäre es vielleicht Idee, vielleicht eine Planung mit unseren Kreisverbänden jetzt für die nächsten Jahre mal zu machen, was da an Gelder für die reinkommt und was nicht. Da wäre das Thema Parteienfinanzierung interessant, wenn es bis dahin geklärt ist, dass wir da auch unsere Kreisverbände informieren können und auch einen Dialog mit denen starten. GENSEC, vielleicht Koordination im Umgang mit den Mitgliederzahlen. Ich habe mal spontan reingeschrieben, was mir eingefallen ist. Agenda. Ich habe jetzt mal reingeschrieben, was ich machen könnte, eine Präsentation zu Rekrutierungsstrategien, was man uns überlegen können, wie man neue Leute wieder in die Partei holen. Jetzt sind die Wahlen rum, die bestehenden Piraten, die wir in der Piratenpartei hatten, sind zum Teil ausgebrannt, zum Teil ausgetreten und da müssen wir halt, ja, ist leider so, da sind ein paar ausgetreten auch. Da müssen wir uns halt jetzt mal wieder überlegen, wie wir Leute dazu gewinnen können. Und das könnten wir mit unseren Kreisverbänden besser koordinieren, weil es gibt Kreisverbände, da sind einfach viel zu wenig aktiv. Das habe ich jetzt mal für meinen Teil reingeschrieben. Wir müssen jetzt noch koordinieren, wann wollen wir es machen. Das wäre so der erste Punkt, weil davon hängt so ein bisschen auch die Agenda dann ab. Ja, gibt es Ideen, wann? Vielleicht können wir es abkürzen, wo wir das machen. Also es wird wahrscheinlich ein Wochenende sein müssen, oder? Ein Tag. Also Samstag oder Sonntag. Richtig, genau. Ja, bleibt ja nicht mehr viel. Bleibt dann nicht mehr viel. Nur wo will ich völlig abkürzen. Wir hatten ja letztes Mal in Fürstenfeldbruck den Raum. Das ist aber, soweit ich weiß, schwierig geworden. Und letztes Mal waren wir auch kurz davor, hierhin umzuziehen, weil vom Raumbedarf, was wir in FFB hatten, war nicht wesentlich, war ein bisschen größer, aber nicht wesentlich größer als das, was wir hier als Veranstaltungsraum haben. Das heißt, wenn wir die Teilnehmer wirklich auf die Entsandten der Kreise beschränken und im Zweifel, wenn es wirklich zu viele dann Interessenten kommen, draußen ein Streaming-Client hinstellen, dann können wir das hier auch machen. Was haltet ihr denn davor? Also wir werden im Januar wahrscheinlich unseren Bezirksparteitag haben, wenn wir das in irgendeiner Form kombinieren. Nix. Ja, das haben wir letztes Mal schon. Ja. Also, du bist mit Aufbauen beschäftigt und danach mit dem Abbau immer so schwierig. Alleine mit den Presseverantwortlichen versucht, kriegst du nicht. Ist schwierig, aber wir würden halt vielen Leuten eine zweite Anreise, weil das wird wahrscheinlich in einem ähnlichen Zeitraum stattfinden. Ne? Es kommt dann auch natürlich darauf an, was für Themen wir genau haben. Aber bisher habe ich die Treffen am Rande von Parteitagen, egal welcher Ebene, ja, immer so erlebt, dass es maximal kurze Sit-ins waren, nur vereinbart wurde, wie man weiter kommuniziert und was zu tun ist, aber nicht so keine Lösungen arbeiten. Und das wird uns vielleicht nicht reichen.
Nein, nein, das reicht uns nicht. Trainer müssten wir, sagen wir, dass man sagt, am zweiten Tag. Ne? Ja, aber dann hast du eh die Anweisung. Ja, da fahren die übernachten deswegen doch nicht. Ja, ja. Bei Oberbayern übernachten die wenigsten. Nee, das bringt nichts. Ja, ich wäre durchaus auch dafür zu haben, es irgendwo anders zu machen. Auf der anderen Seite organisatorisch wollen wir uns dann noch aufhalten. Es sei denn, es schreit hier irgendwie. Herdinger oder sonst irgendwer schreit hier und sagt, ja, wir organisieren das KV-Treffen für uns. Dann, ja, aber ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt. Genau. LGS, weil ich habe jetzt LGS oder PZP von unseren Vorschlägen, dann nehmen wir die LGS. Ja. Genau. Los. Und dann, könnt ihr dann, als nächstes kommen wir jetzt zur Finanzierung, also dann wäre es wirklich, wir schieben diesen Punkt momentan immer. Ich weiß. Also ich brauche die Adresse. Ach Gott, ja, das okay, muss ich aus. Finanzierung von was? Kann ich besorgen. Ja, das ist der nächste Tag noch. Okay. Wir haben das jetzt die ganze Zeit nach hinten geschoben, so wie Monte Klaus ist wieder. Wir haben da eine ziemliche Terminsache am Laufen. Okay, dann Zeit, wann wollen wir das machen? Ja, da ist jetzt natürlich mit den Wochenenden so, da haben wir ja nicht so viele Möglichkeiten. 24. Dezember, wenn Sie haben. Ja, da können alle, das ist gut. Absolut. Na, alle können nicht. Da muss keiner arbeiten. Ja, why not? Ja. Dann haben wir am 24. um 10 Uhr das heilige Frühschoppen. Das war nur Spaß. Muss ich geschenkt machen. 24. ist noch ein Dienstag. Ja, das ist nicht mein Ernst, dass ihr das. Das habe ich ja gerade gedacht, dass es kein Wochenende ist. Das ist kein Wochenende. Es geht hier nicht um Spaß zu haben. Ja, aber 21. Ich glaube, das kann. 21. Ich würde es, wenn möglich, gerne vor Beginn der Unterschriftensammlung machen. Weil wir können. Also eigentlich wäre es sogar noch für besser. 14. Ja, genau. Also 14. Dezember oder so. Wenn da noch nichts anderes in unseren heiligen Kalendern steht. Ja? Ich habe jetzt nichts drüben. Ne? Kann nicht mehr als eine Woche in die Zukunft fahren. 14. oder 15. Dezember, warum nicht, ja? Ja, ist auch nochmal. Süß oder salzig? Salzig ist süß. Ja, süß, süß. Also, es gibt an dem Tag zumindest im Eventskalender noch keinen Termin. Bundesebene nicht. So dass wir da wenig Probleme haben. Gibt es prinzipielle Anmelde gegen diesen Termin? Den 14. haben wir jetzt. 14. Ne? Ja. Der 14. steht im Raum, Klaus. Das ist 14. Da, wie viel noch? Dezember. Das kann noch sein. Das ist ein Wochenende, Samstag. Das ist zumindest noch vor der Unterschriftensammlung. Ja, werde ich in Anfang sein. Das bezeugt bei Heitok. Was? Das bezeugt bei Heitok. Aber bis Samstag wäre das. Da möchte ich hin. Von uns? Ich habe schon noch. Wenn Schatzmeister. Cool. 15. Ist der 14. Samstag? Ja. Mhm. Der 14. oder der 15. 15. dann bei dir. Also meines Wissens ist der Bezirksverwalter am 14. Das ist mir jetzt genau wissen. Google. Ja, da läuft ja nur die Ach so. Ausschreibung im Augenblick. Okay. Wir sehen wir den 15. an, Leute. Steht das in deinen Mails? Ja, das ist jetzt gefunden. Aber ja, ich glaube. Gut, also dann visieren wir mal den 15. an. Und bevor die Einladung rausgeht, warten wir noch bis Montag und dann noch Korrekturen. Also wenn irgendwas wäre, dann einfach auf der Mailingliste klären wir das dann noch fix, falls irgendwie Einwände kommen. Genau. Aber halt bis Montag, das ist so, dass der Christopher vielleicht am Montag die Einladung rausschicken kann. Das wäre, also oder? Wann kann man das jetzt einladen? Wir können das direkt machen, aber ich würde, bevor ich eine Einladung verschicke, gerne eine fertige Agenda haben. Wenn wir die heute hinkriegen, dann ja. Wenn nicht, dann müssen wir sie per Mailingliste klären. Bis Montag, dann kann ich es auch noch verschicken. Also ich würd jetzt in dem Punkt noch keine fertige Agenda, sondern nur eine Themensammlung, die besprochen werden soll. Ja gut, aber wenn wir Vorträge machen wollen, man muss ja irgendwie den Leuten einen Grund liefern, warum sie da anreisen sollen. Man kann ja einfach sagen, wir laden euch zu etwas ein, aber wir also, wissen, was dann passiert. Also dann ist es für mich, sind das diese drei Punkte,
Die Unterschriftensammlung, Kommunalwahl, Kommunalwahlkampf selbst und Finanzierung. Verwaltungsfragen. Wo schreibst du das gerade hin? In das sechste KV-Treffen. Vorschläge können die dann ins Pad reinschreiben. Ah, das braucht mir eine Zeit, bis es synchronisiert. Okay, top. Gut. So, dann steht noch die Frage offen, wollen wir Vorträge vorbereiten? Ja. Aber jetzt ist die Frage, können und wollen wir heute festlegen, welche Vorträge und wer das macht? Also ich will erstmal nur die Themen kommunizieren und dann mit einem darüber sprechen, ob sie sich so einen Vortrag vorstellen können oder die Übernahme eines Themenkomplexes. Und das würde ich jetzt heute Abend nicht machen wollen. Nee, aber das können wir zur Mailingliste klären. Bis Montag kann sich ja jeder überlegen, weil ich hatte das ja vor Wochen schon mal geschrieben, eigentlich mal. Kann sich ja bis Montag jeder überlegen, ob er erstens bis dann Zeit hat und zweitens einen Vortrag machen will. Okay. Oder? Und wenn bis Montag nichts drinsteht, dann ist das halt nicht Teil der Agenda. Wenn es dann spontan einfällt, dann wird es halt noch hinzugefügt. Das ist gut. Gut, Vorträge vorbereiten. Ja. So, und jetzt würde ich tatsächlich, das war vorher anders sortiert, nämlich es kommt nach diesem Finanzierungsgedichte in die Finanzierung, aus Parteienfinanzierung einsteigen. Um was geht's? Also, kurze Rückfrage, KV-Treffen ist soweit abgeschlossen. Meiner Seite schon. Gut. Dann, Finanzierung aus Parteienfinanzierung. Warum steht es hier auf der Agenda? Aus mehr oder minder drei Gründen. Punkt 1 ist, es gibt einen Beschlüssel, der bisher im Landesverband benutzt worden ist, um den Bezirken Geld zuzuweisen. Und zwar das Geld, was das Land aus Parteienfinanzierung erhält. Dieser Schlüssel ist schon relativ alt, der wurde Anfang 2011, glaube ich, beschlossen, in 2010 entwickelt und ist quasi mit allen Bezirksverbänden und Vorständen entwickelt worden und der Landesverband hat das dann beschlossen, sodass das gewisse, das hatte damals Konsenscharakter. So, jetzt steht allerdings die Frage im Raum oder die Ankündigung des Landesverbands im Raum, diese Schlüssel verändern zu wollen und gleichzeitig mehr Geld im Landesverband belasten zu wollen. Prozentual ist zumindest mal eine Aussage auf Landesparteitag gewesen. Und das korreliert dann mit dem Problem, dass der Landesverband auch ausgesagt hat, dass es in die Finanzierung der Landesgeschäftsstelle, der jetzigen Landesgeschäftsstelle, nicht mehr in der Höhe eventuell sich zurücknehmen möchte. So, wie auch immer das, alles konjunktiv, okay? Das für mich sind das zwei Informationen, die in einem dritten Punkt ultimativ münden. Völlige Planungsunsicherheit. Und das ist schlecht. Für mich geht mittlerweile gedanklich kein Weg mehr daran vorbei, dass bevor wir die LGS fixieren oder irgendwie darüber über die Finanzierung reden können, müssen wir den Punkt Parteienfinanzierung, also Gelder aus Parteienfinanzierung, zumindest für die Laufzeit, über die wir von der LGS später reden, geklärt haben. Da hätte ich eine Frage zu. Praktisch wäre es, wenn der Ron im Raum ist. Weiß einer von euch vielleicht, was mit dem Vermieter ausgemacht ist, bis wann wir den neuen Mietvertrag unterschreiben sollten? Weil ich will nicht warten, bis der neue... Das wäre jetzt Thema LGS? Ja, das wäre Thema LGS, aber da geht es um eine Terminierung. Da müssen wir wissen, bis welchen Termin das alles geklärt sein muss vorher. Das ist sozusagen unsere Deadline. Wenn der Vermieter, der will vielleicht nicht Monate warten, bis kurz vor dem neuen Jahr, bis wir da irgendwas unterschreiben, sondern irgendwas muss jetzt passieren. Also ganz ehrlich, können wir das wirklich auf das Thema LGS, weil das ist wirklich Thema LGS. Christoph hat schon recht. Wenn wir jetzt gucken aus der Richtung, wann muss die LGS Finanzierung weiter Betrieb stehen, dann resultiert daraus ein gewisser oder ein ultimativer Druck, bis wann dieses Thema Finanzierung derzeit. Da hätte ich eine Frage langsam. Nein, das funktioniert nicht, was ihr da gemacht habt. Das funktioniert nicht.
diese Themen sind nicht trennbar voneinander. Wenn du versuchst, das Parteienfinanzierungsthema erst abzuhandeln und dann das Thema LGS machen zu wollen, dann machst du das Thema LGS damit kaputt. Dann ist nämlich am Ende kein Geld übrig für die LGS. Diese Themen hängen stark miteinander zusammen, die kannst du nicht trennen. Du hast es gerade so dargestellt, als würde der Landesverband sich einerseits möglichst viel Geld für sich behalten wollen und andererseits auch noch sich aus der LGS zurückziehen wollen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht darum, dass nicht mehr notgedrungen alle Parteienfinanzierungsgelder oder in dem Maße, wie es bisher war, an die Bezirke ausgeschüttet werden, sondern im Land zurückbehalten wird, um damit Geschäftsstellen zu finanzieren. Auch die LGS. Es konkurriert also gar nicht. Oder ja, natürlich, das Geld ist endlich. Das Geld kann nicht zweimal ausgegeben werden. Aber die Frage, die im Raum steht, und ja, die Planungssicherheit ist ein Problem. Wir müssen schnell zum Ergebnis kommen, damit die Planungssicherheit wiederhergestellt wird. Das ist völlig richtig. Aber wir werden die Planungssicherheit nicht dadurch herstellen können, dass wir diese Themen voneinander trennen. Sie sind verwoben miteinander. Muss ich dir widersprechen, die Themen sind nicht verwoben miteinander, weil du damit nämlich autonomen Gliederungen in ihre Handlungsfreiheit eingreifst. Das heißt, die Parteienfinanzierung, ob jetzt ein Bezirksverband sowas in die Geschäftsstelle stecken will oder nicht, hat nichts damit zu tun, welche Zuwendungen er erhält. Das heißt, es sind zwei total unterschiedliche Themen. Dass das LGS für uns jetzt meinetwegen als Planungssicherheit zusätzlich natürlich eine Rolle spielt, wie viel Geld wir vom Land kriegen, mag ja sein. Aber theoretisch könnten wir auch sagen, wir wollen keine Landesgeschäftsstelle. Das wäre jetzt nicht der Diskussionsstand, aber theoretisch könnte sich der Bezirk hinstellen, wir wollen keine Landesgeschäftsstelle, aber wir brauchen so und so viel Gelder. Und diese Gelder werden uns zugesichert über die Parteienfinanzierung. Was wir als Verband dann mit diesen Geldern anstellen, oder ob wir die jetzt komplett München geben, wir könnten auch sagen, so mit dem Motto, München will das Ding alleine tragen und deswegen brauchen wir das Geld, um München das Geld zu geben. Das heißt, die Parteienfinanzierung, wie wir mit den Geldern umgehen, ist das eine Thema. Dass das sich natürlich verknüpft, mag schon in der reellen Diskussion eine Rolle spielen, aber rein von dem, wie wir parteiintern verfahren müssen, müssen wir schon klar machen, das eine sind die Gelder, dem was zusteht, und das andere ist die Sache, was du damit anfängst. Darf ich da mal antworten? Ja. Irgendwie ist das ein bisschen schräg, die Argumentation gerade, weil du sprichst von den autonomen Gliederungen. Der Landesverband ist auch eine autonome Gliederung. Ja. Und zunächst einmal kommt die Parteienfinanzierung beim Landesverband an. Ja. Also ist es erstmal autonome Entscheidung des Landesverbandes, zu entscheiden, wie dieses Geld nach unten geht. Es gibt keinen Rechtsanspruch, ja. Wie dieses Geld nach unten geht. Da gibt es keine klare Regelung. Es ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Wir wollen hier untereinander es entscheiden und wollen untereinander es gerecht haben. Dass ein Landesverband auch eben als autonome Gliederung auch eine Einflussmöglichkeit haben sollte, denke ich, steht auch außer Frage. Und ich denke, es ist schon auch ein legitimer Anspruch eines Landesverbandes, zu sagen, wir wollen strukturfördernde Maßnahmen unterstützen. Wir wollen bewusst nicht einfach nur mit der Gießkanne das Geld ausschütten. Wir haben in Oberbayern gute Erfahrungen damit gemacht, es nicht mit der Gießkanne auszuschütten, sondern tatsächlich zu steuern. Und das Gleiche, denke ich, darf man auch einem Landesverband zugestehen, dass er versucht, mit den Geldern, die er zur Verfügung hat, eine Linie reinzubringen in die Bezirke. Und dazu gehört eben der Aufbau von Struktur. Und dazu gehört insbesondere der Aufbau von Geschäftsstellen. In Augsburg steht die Geschäftsstelle spitz auf Knopf. Die wollten die eigentlich bis zum Januar kündigen. Jetzt haben sie sich entschlossen, sie noch bis zum Ende der Europawahl aufrechtzuerhalten. In Würzburg die Geschäftsstelle ist aufgegeben worden. Die würden aber gerne wieder eine haben. Niederbayern weiß ich gar nicht. Das ist so eine halbe Geschäftsstelle, was die da haben. Das ist die aus München finanzierte mit 0 Euro. Ja, eben. In Nürnberg, die sollte auch unbedingt erhalten werden. Und ich denke, es sollte grundsätzlich jeder Bezirk eine Geschäftsstelle haben. Und da glaube ich, ist schon der Landesverband der richtige Ansprechpartner, das zu unterstützen. Das heißt ja jetzt nicht, dass er das gesamte Parteienfinanzierungsgeld dort hineinsteckt. Um Gottes Willen, wir wollen ja hier nicht Versicherungspaläste aufbauen. Das muss alles im Rahmen bleiben. Das muss alles ausgewogen sein. Und das muss untereinander abgesprochen, untereinander ausgewogen sein. Es geht hier nicht darum, dass der eine dem anderen irgendwas wegnehmen will, sondern es geht darum, dass wir mit dem unterm Strich auch immer noch weniger Geld, auch wenn es dann 100.000 Euro mehr sein werden als bisher,
Es ist immer noch vergleichsweise wenig. Also wir reden ja letztlich nicht um eine Verteilung von Reichtümern, wo wir uns drum streiten sollten, sondern wir reden immer noch um eine Mangelwirtschaft, um eine Verteilung des Mangels, trotz allem. Und da müssen wir gemeinsam arbeiten. Da dürfen wir also nicht Ansprüche aufbauen gegenseitig. Das bringt überhaupt nichts. So, und wenn man das dem Landesverband zugesteht, dass er an der Stelle eine strukturbildende Förderung durchführen möchte, dann muss man erstmal klären, wie viel Geld muss denn dafür zur Verfügung gestellt werden. Wie viel aus diesen rund 150.000, 160.000 Euro, die der Landesverband nächstes Jahr haben wird, sollte dafür zur Verfügung stehen. Und der Rest kann dann verteilt werden. Also plus noch etwas, was der Landesverband vielleicht auch für andere Maßnahmen selber braucht. So, da komme ich leider zurück zu dem Hauptthema, was mich interessiert, was die Landesgeschäftsstelle ist, gerade in Bezug auf die Parteienfinanzierung, weil ich sehe hier keinen außerordentlichen Druck, das mit der Parteienfinanzierung zu klären, weil es dafür kein Datum gibt. Aber wir können über die Amerikaner lachen, wenn die sagen, sie machen einen Shutdown ihres Governments für ein paar Monate mit der absoluten Super-GAU-Situation, dass sie pleite gehen. Wir haben hier einen Shutdown der LGS, das ist ein fester Termin, das ist im Moment der 1.1. Wenn bis dahin kein Hauptmieter gefunden ist für die LGS und kein Mietvertrag unterschrieben ist, sind wir hier draußen. Das ist die jetzige Ist-Situation. Deswegen ist der erste Termin, der geklärt werden muss, bis wann sollten wir, das müssen wir auch dem Vermieter gerecht werden, einen Mietvertrag unterschreiben. Und das ist der erste Datum, der zählt. Bis dahin muss die Parteienfinanzierung und die LGS und alles geklärt sein, aber das ist unser Zieldatum und den wüsste ich gerne schon im Vorfeld. Da geht halt meine Frage an die Runde, ist irgendwas mit dem Vermieter besprochen worden oder gibt es irgendwelche Absichten, bis zu einem bestimmten Datum einen Mietvertrag zu unterschreiben in einer neuen Form? Weil ich will den Mietvertrag nicht am 31.12. unterschreiben. Ein Weihnachtsgeschenk. Also natürlich ist der Wunsch von allen Seiten, den Mietvertrag so schnell wie möglich zu machen. Das ist ja klar, das will sowohl der Vermieter als auch wir wollen das. So, wenn wir jetzt aber lange solche Diskussionen führen, wäre es damit noch rauszögern. Also, ich meine, Entschuldigung, wir müssen eine zielgerichtete Diskussion führen. Genau. Aber dazu muss die Grundlage schaffen. Ja, und die Grundlage wird nicht geschaffen, wenn wir die Themen versuchen voneinander zu trennen. Sie sind verknüpft miteinander. Natürlich sind, aber müssen Sie in der Diskussion ein bisschen trennen, weil sonst reden wir nur durcheinander. Ja, klar, ich weiß selber, ich bin analytischer Mensch und Analyse heißt Trennung, okay, Zerlegung. Ja, Zerlegung in kleine Bestandteile, sodass es die einzeln lösen kann. Genau, ganz genau. Ich bin ein fragender Mensch und meine Frage ist Termin. Nichtsdestotrotz, ja, natürlich wollen wir versuchen, das im November noch zu schaffen. Das sollte schon die Zielsetzung sein, dass wir das im November spätestens hinkriegen. Und dem Vermieter müssen wir wahrscheinlich zwischendrin signalisieren, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das schon gebacken. Darf ich zuerst... wir sind jetzt wieder zurück bei dieser Trennung, zurück bei der Finanzierung. Du sprichst darüber, dass das sozusagen jetzt zugestellt, also das dem Landesverband zusteht, darüber selbst zu entscheiden, weil er auch autonom ist. Das ist alles richtig. Ja, das spreche ich euch nicht ab. Allerdings spreche ich euch eins ab, dass solange ihr nicht mit, das spreche ich nicht als Landesschatzmeister an, solange das nicht in ähnlicher Weise wieder erarbeitet wird mit den Bezirksverbänden, allen sieben, gilt für mich die Erwartung, dass der alte Schlüssel fix ist. Ja. So. Und da ist einfach die Frage, wann ist der Termin, wann wir uns zusammensetzen unter den sieben Bezirken, um darüber zu reden. Wann findet ein Holodeck-Treffen, wie es früher geheißen hat oder wie das heute nennen möchte, ist mir auch scheißegal. Hauptsache es findet statt. Mumble oder live, auch egal. Hauptsache es findet statt. Organisiert. Ne, klar, sicher sollte es möglichst schnell passieren. Ich meine, du weißt selber, im Augenblick haben wir ziemlich brennende andere Probleme, warum ich hier dauernd rausrenne. Ja. Nur wenn wir jetzt. Das wird in der Woche erledigt sein. Dieses Problem, das wir jetzt haben, ist in den nächsten paar Tagen erledigt. Okay. So, und dann kehrt da mal wieder Ruhe ein. Hoffe ich jedenfalls. Das sollte dann tatsächlich das nächste Thema sein, ja? So schnell wie möglich. Ich hab halt folgendes. Wir haben eine Sachstandsänderung bezüglich der LGS, was natürlich dann, wenn sich der Landesverband hinstellt und sagt, die Parteienfinanzierung steht uns zu, wir wollen die Neuverteilung machen. Möglicherweise auch mit Infrastrukturförderung und so. Nicht selbstverständlich. Ja, unabhängig davon. Das Problem ist genau das, theoretisch, jetzt mal so betrachtet, steht dem BZV kein Geld zu. Und soll aber Hauptmieter der LGS werden. Das passt nicht zusammen. Verstehst du diese Dissonanz? Nein. Also darf ich noch kurz ausführen?
Das heißt, genau deswegen ist für uns von Interesse, auf was können wir uns verlassen als BZV. Weil nur dann sind wir in der Lage, auch entsprechende Verpflichtungen einzugehen oder auch die Rückendeckung für den KV zu geben oder sonst irgendwas. Denn wir müssen uns ganz ehrlich sein, was die Finanzierung dieser Geschäftsstelle anbelangt, ist der KV auf so schwachen Beinen, dass im Zweifelsfalle wahrscheinlich der BZV einspringen muss. Und da der KV letztlich auch am BZV hängt, ist das für uns schon ein sehr entscheidendes Kriterium, wie diese Geschäftsstelle zu finanzieren ist. Wenn der Landesverband einfach den Mietvertrag weiterführen würde und wir Untermieter sind, sieht die Sachlage schon ganz anders aus, weil dann hat der Landesverband die Parteienfinanzierung und dann sieht das schon, das ist ein ganz anderes Verhältnis. Also in dem Moment, wo wir als Hauptmieter eintreten, sind wir in einer ganz anderen Verantwortung und deswegen ist für uns die Finanzlage, und zwar für die nächsten 2 Jahre, und wir reden von der Geschäftsstelle von 33.600 Euro pro Jahr, an Budget, das heißt 66, wenn wir mit allem zurückkommen. Zukünftig vielleicht, ja. Also wir reden ungefähr vom Jahresbudget von 33.600 Euro, mag es vielleicht 2.000 Euro weniger sein, bin ich überhaupt nicht dran zweifeln, aber das ist das Budget, das alle drei Verbände aufbringen müssen oder im Zweifel letztlich irgendeiner, wo das Geld kommt, nicht aus dem Nirwana. Also es geht nicht um die Frage der Mietverträge, es geht um die Frage, wie sind wir als Verbände untereinander über die Gliederungsebene hinweg abgesichert, sodass jeder seine Planungssicherheit hat und keiner nachher im Regen steht. Ja. Das muss nicht bedeuten, dass hier unbedingt der Landesverband der Hauptmieter sein muss. Das kann durchaus sein und das ist das, was ich aus Gründen, aus Symmetriegründen zu den anderen Geschäftsstellen bevorzugen würde. Es kann durchaus sein, dass der Bezirksverband und München zusammen als Hauptmieter auftreten, aber daneben vertragliche Verpflichtungen zwischen Landesverband und Bezirksverband und KV existieren, sodass die Absicherung wieder da ist. Also das ist nicht von vornherein gesagt, wer da der Hauptmieter sein muss, um den anderen eine Sicherheit zu geben. Es geht um das Gesamtvertragswerk, das existieren muss. Ja, bloß wir haben es diese Sicherheit nicht. Das muss hergestellt werden. Also da gibt es die erste Frage, die sich einfach stellt, bevor irgendwie es weitergehen kann. Bis jetzt gibt es nur eine grobe Aussage einzelner Vorstandsmitglieder des Landesverbandes, dass sie nicht weiter Hauptmieter sein wollen. Es gibt keinen Beschluss des Landesverbandes, es gibt nur den Beschluss, den Vertrag zu kündigen. Die erste Frage, die sich mir stellt, möchte der Landesverband unter allen Umständen nicht mehr Hauptmieter sein? Denn dann sind wir praktisch verpflichtet, als Bezirksverband Oberbayern die Hauptmiete zu übernehmen, weil der Kreisverband München kann es nicht. Dann müssen wir Hauptmieter sein und dann müssen wir uns Gedanken machen. Sonst können, wie bitte? Es kann gemeinsam sein, man kann zusammen als Mieter eintreten. Man kann zu zweit einen Mietvertrag unterschreiben. Ja, aber der KV hängt letztlich am BZV ab. Ja, also der Gesamtsumme. Ja, und insofern ist es genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, es muss keine Sicherheiten da sein vom Landesverband her. Genau, und da gibt es dann zwei Verträge in meinen Augen. Und das wird auch mein Ziel sein, deswegen sage ich das auch jetzt schon in die Runde. Je nachdem, wie wir das jetzt regeln, wenn das Thema RGS nachher abgehen, mein Ziel ist es, ganz klare Vertragsverhältnisse zu schaffen mit dem Landesverband, dem Kreisverband und dem Bezirksverband, vielleicht dem Kreisverband München-Land. Und zwar ganz klare Vertragsverhältnisse, auf der einen Seite den Vertrag mit dem Vermieter und auf der anderen Seite einen Vertrag mit den verschiedenen Verbänden, wo alles einmal schriftlich festgehalten ist, mit ordentlichen Kündigungsfristen der verschiedenen Verbände. Dass man auch wirklich sagt, hier kann nicht ein Verband von einem Tag auf den anderen einen Mietvertrag kündigen oder irgendwelche Entscheidungen treffen, weil es einen Vertrag zwischen den Verbänden gibt, der verpflichtend ist. Also das wäre mein Ziel. Ich würde gerne eine saubere Vertragslage, ich würde es sauber geregelt haben zwischen den Verbänden, damit für ein für alle Mal jetzt für die zukünftige Zeit Ruhe ist, was die Landesgeschäftsstelle und die Finanzierung der Landesgeschäftsstelle angeht. Zukünftige Zeit Ruhe ist, was die Landesgeschäftsstelle und die Finanzierung der Landesgeschäftsstelle angeht. Das ist ganz klar, das war damals auch angedacht, dass man das macht und dann ist es aus welchen Gründen auch immer nicht passiert. Ich kann dir sagen, warum es nicht passiert ist. Ich habe lange mit Florian Breit und mit Boris Dubowski geredet. Ich wollte, dass wir große LGS-Orga-Treffen wieder machen, weil die sind lange ausgefallen. Dann kam es den Streit mit der LGS-Orga und dann kam noch dazu, dass im Landesverband kurz vor der Wahl wollte, das kann man sich dieses Thema eigentlich nicht aufbürden. Das ist ein Problem. Aber das ist genau das gleiche Problem, vor dem wir jetzt als Bezirksverband stehen, weil wir müssen jetzt kurz vor unserer Neuwahl das Thema LGS abklären und dem nächsten Bezirksvorstand irgendwas überlassen, was auch immer wir hier für einen Scherbenhaufen für die produzieren. Versucht doch das mal aus dem Blickwinkel eines Landesverbandes zu sehen. Weil es bringt nichts, wenn man das nur aus dem Blickwinkel eines einzelnen Bezirkes von 7 Bezirken sieht.
Aus dem Blickwinkel eines Landesverbandes stellt sich das doch so dar, dass ein Landesverband nicht automatisch an einem bestimmten Ort verwurzelt ist, sondern der ist bayernweit angesiedelt. Und Bayern ist viel zu groß, um es auf einen einzelnen Ort zu reduzieren. Das ist bei einem Bezirk wie Oberbayern schon schwierig mit München. Das ist schon schwierig genug, da geht es aber noch halbwegs. Das ist in den kleineren Bezirken etwas leichter, das zu konzentrieren auf jeweils eine Hauptstadt. Für Bayern als Ganzes geht das eigentlich nicht. So, das heißt, München ist nicht automatisch der natürliche Sitz eines Landesverbandes, sondern ein Landesverband sollte sich als etwas bezirksübergreifend. Das würde ich nur mal formal widersprechen, weil das wird anders. Das ist ja ein formaler Geschichte. Da komme ich ja auch gleich noch. So, aber ich verstehe dein politisches Problem. So. Ja. Das hat sich in der Vergangenheit, war nicht genügend Geld da, dass man sämtliche Geschäftsstellen unterstützen konnte oder in allen Bezirken Geschäftsstellen aufbauen konnte. Das Geld war nicht da. Sondern hat sich das halt irgendwo notgedrungen auf München konzentriert, weil hier die besten Voraussetzungen sind für einen Landesverband. Natürlich bietet es sich an, eine Münchner Adresse zu haben. Und natürlich sind hier die Lagerräume am geeignetsten etc. Und das bleibt ja auch so. Jetzt stellt sich aber die Situation meiner Meinung nach dadurch anders dar, dass wir zukünftig mehr Geld haben werden. Und die Prognose ist eben ca. 150.000, 160.000 Euro nächstes Jahr. Und vermutlich auch nochmal das gleiche ein Jahr drauf. Für Bayern. Für Bayern, genau. Also grob 100.000 Euro mehr als bisher. So, und da, glaube ich, bietet sich eben sehr wohl die Möglichkeit an zu sagen, da kann ein Landesverband diese etwas neutralere Position erstmal einnehmen und sagen, wir finanzieren überall die Geschäftsstellen mit. Ob das dann auf einer prozentualen Basis geschieht, dass man sagt, überall 25%, 30%, 33% der Kosten werden übernommen, oder ob man pauschal eine bestimmte Summe oder ob man ein Mischergebnis daraus nimmt, das muss man alles noch betrachten, das muss man alles noch überlegen. Die Möglichkeit bestünde. So, und dann würde ich sagen, dass ein Landesverband ja trotzdem noch auch einen Büroraum braucht, einen Lagerraum braucht, eine Postadresse braucht, etc. So, und warum sollen denn hier nicht grundsätzlich die Geschäftsstellen konkurrieren zueinander und die Geschäftsstelle, die das lukrativste Angebot bietet, die kriegt den Zuschlag und dort muss der Landesverband zusätzlich Geld leisten. Und da ist doch München einfach per se eine gute. Ich wollte jetzt zuerst war. Ich wollte zuerst. Also, dem möchte ich gerne mal widersprechen, weil wir haben den Bezirksverband, den Kreisverband und den Landesverband. Die machen in der LGS höchstens vielleicht Vorstandssitzungen und sonst eigentlich nicht viel. Also wir machen als Bezirksverband in der LGS relativ wenig, wir machen als Kreisverband in der LGS relativ wenig und als Landesverband. Das sei mal so dahingestellt, lass mich nur kurz ausführen, weil die eigentliche Arbeit, die hier passiert, macht die LGS-Orga, machen einzelne aktive Piraten, aber die wird nicht als Vorstandsarbeit jetzt hier geschehen. Denn 90% oder ich weiß jetzt nicht genau wie viel Prozent, aber ein Großteil der politischen Arbeit, die die Piratenpartei in den letzten Jahren gemacht hat, ist hier in der LGS entstanden, in meinen Augen. Große Teile des Parteiprogramms. Nein, falsch. Genau dieser Anspruch ist falsch und da müssen wir auch weg von. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da machst du jetzt Tine und ein paar andere Bayern, also wirklich, da ist viel in Bayern passiert, die nichts mit der LGS zu tun haben. Das stimmt, das will ich auch gar nicht sagen. Das ist abgewogen und das kostet nur Zeit. Wir haben in den verschiedenen Bereichen sehr aktive Piraten, da hast du vollkommen recht, die extrem tolle Arbeit leisten. Aber wenn man jetzt jeden Bezirksverband anguckt, da sind die Mitgliederzahlen einfach unterschiedlich. Wir haben den größten Kreisverband im Kreisverband München, den größten Bezirksverband im Bezirksverband Oberbayern und dadurch ist das Herz der Piratenpartei in München. Das ist einfach so, dass hier die meisten Aktiven noch sind. Okay. Wenn ich also jetzt ganz kurz noch darauf, deswegen wäre ich auch nicht ein Freund davon zu sagen, jeder Bezirk kriegt die gleiche Summe für seine Verbände, für seine Geschäftsstellen. Sondern ich persönlich würde sagen, jeder kriegt so und so viel Prozent der Kosten erstattet, die seine Geschäftsstelle kostet. Die Münchner Geschäftsstelle wird immer die teuerste sein. Genau. Und jetzt lass mich nur dein Argument ausführen, weil dein Argument gilt genauso für den Bezirksverband. Der Bezirksverband könnte genauso sagen, warum haben wir eine Landesgeschäftsstelle in München? Wir könnten auch in jedem Kreisverband versuchen, eigene Geschäftsstellen zu organisieren. So. Der Bezirksverband zieht sich aus der Landesgeschäftsstelle raus und dann machen wir eine Kreisgeschäftsstelle raus. Das funktioniert einfach nicht. Natürlich könnte er das. Ich sag nur, die gleiche Logik, die für einen Landesverband hier gilt, die du als Argument für einen Landesverband aus der Geschäftsstelle austritt, gilt auch für einen Bezirksverband. Na,
Größere Fläche macht eine andere Charakteristik. Anders, ich gehe weiter. Anwalt, dann Olaf und dann. Déjà vu. Also, nein, ich habe wirklich ein Problem mit Diskussionen, die ich vor 2 Jahren geführt habe, vor 3 Jahren geführt habe und die ich jetzt wiederführen muss. Das will ich nicht. Ich habe keine Lust, den Pott immer wieder neu aufzubauen. Das ist einfach der Punkt. Ich sehe, wir haben eine, wie auch immer geartete, mal eine Entscheidung getroffen, diese Geschäftsstelle hier zu machen. Die Bedingungen haben sich geändert. Dahingehend, die Argumente des Landesvorstands kann ich ja auch nachvollziehen, warum der das ändern will. Ich bin der Meinung, okay, dann kommt eine Änderung. Nur, wenn diese Änderung kommt, würde ich für den Bezirk gerne sicherstellen wollen, dass das auch funktioniert. Und diese und da kommen wir eben auf Finanzierung aus Parteienfinanzierung zurück und deswegen würde ich das wirklich von der LGS trennen. Denn was ein Bezirksvorstand und auch ein zukünftiger Bezirksvorstand entscheiden kann, und das war ja auch bei Hirnweiß dasselbe Thema und sonst was, Finanzen sind ein wichtiges Thema. Das heißt, ein Bezirk kann dann, wenn er weiß, er hat diese und jene Mittel zur Verfügung, und da kann auch das, was Christopher sagt, als Entscheidung rauskommen, nö, geht nicht, tut uns leid, wir haben kein Geld, wir müssen das Ding halt aufgeben, weil wir das nicht verantworten können. Ja, nein, nicht, dass das momentan der Fall wäre, aber lass das morgen einen anderen Bezirksvorstand sein. Lass das morgen irgendjemand anders sein, der anders tickt. Deswegen müssen die Grundlagen so gesetzt sein, dass man sich sagen kann, die haben diese und jene Möglichkeit. Weil wenn man ganz ehrlich ist... jetzt mal. Hausmusik? Ich gehöre nicht dazu. Ich kenne die alle nicht. So, Olaf. Ich habe deine Vision oder dein Projekt nicht verstanden, wie du es mir mal erklärt hast und auch jetzt wieder erklärt hast. Ich habe es ja auch an beide Vorstände geschickt. Mir ist nur gerade aufgefallen, es gibt so ein Prinzip, um es jetzt mal wegzuheben von dieser LGS-Geschichte und das Prinzip herauszubringen, nämlich was völlig anderes. Sonst bleibt man in diesem Denkschema drin. Wir haben die Diskussion etwa in Europa gehabt, vertiefen oder erweitern. Du weißt, damals gab es mal Schäuble, der hat gesagt, erst vertiefen, dann erweitern. Am Ende ist dann Erweiterung gekommen, auf Teufel komm raus, aber das ist eine politische Frage. Wenn da drin steht, die Landesgeschäftsstelle ist in München und das festgeschrieben ist in der Satzung, warum denn dann nicht so vorgehen, dass wir die Geschäftsstellen in den Bezirken unterstützen, die wir im Moment haben, also erweitern bzw. vertiefen in dem Sinne und jetzt nicht, wie du vorhin ja gemeint hast, die Gießkanne nehmen und versuchen, in jedem Bezirk eine Geschäftsstelle aufzubauen. Verstehst du? Das heißt also, wir koppeln etwas, nicht ganz, wir koppeln etwas die Diskussion um die Münchner Landesgeschäftsstelle ab von den Diskussionen um die Geschäftsstellen in anderen Bezirken. Und wenn wir das ein bisschen separat davon sehen, dann können wir uns eigentlich mit Christopher, Arnold, Wally zusammensetzen und sagen, okay, also als Kern, da ist wieder der Kern, als Kern muss die Münchner Geschäftsstelle als erstes betrachtet werden, weil sie den größten Kostenfaktor hat, weil sie festgeschrieben ist in der Satzung und weil schon bla bla bla. Manpower. Okay. Genau. Und dann befassen wir uns mit der drittwichtigsten, wo unsere Satelliten am festesten sind. Und darüber hinaus gehen wir dann hin und sagen, wir haben eben diese 100.000 Euro noch übrig und gucken, ob wir vielleicht in Bezirk B, C und D noch eine eröffnen können oder ermöglichen können, durch eine weitere finanzielle Unterstützung. Das würde in dieser Diskussion uns ermöglichen, jetzt mal etwas wegzukommen von diesem Konkurrenzdenken. Also wir müssen jetzt unbedingt überall alles machen und eher den Fokus darauf bringen,
München bleibt, aber wie machen wir es, in welche Proports und so weiter. Und dann gehen wir zu den Bezirken, wo das schon funktioniert, beziehungsweise wo es kurz mal eingestellt worden ist, und sagen, okay, dann helfen wir denen, wenn wir können. Was hältst du davon? Da ist ein Trugschluss in deiner Argumentation. Ja. Du tauscht Konkurrenz aus gegen Rangfolge. Ja, erst vertiefen und dann erweitern. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, von einer Rangfolge der Bezirke zu reden. Und mal ganz ehrlich, es geht uns doch hier nicht darum, diese Geschäftsstelle hier als Landesgeschäftsstelle zu erhalten, sondern es geht uns darum, diese Geschäftsstelle zu erhalten. Wir wollen weiterhin diese Räume mieten können, wir wollen weiterhin diese Möglichkeiten hier haben. Ob die jetzt Landesgeschäftsstelle heißt oder Bezirksgeschäftsstelle, spielt doch eigentlich keine Rolle. Das ist zwar ein schönes Aushängeschild, aber es geht im Prinzip primär darum, hier die Möglichkeiten, die uns diese Geschäftsstelle bietet, zu erhalten. Wenn jetzt plötzlich die Geschäftsstelle Nürnberg die Landesgeschäftsstelle wäre, dafür aber diese Geschäftsstelle genauso weiterläuft wie bisher, gesichert finanziert weiterlaufen kann, ohne dass sich die Bezirke, die Verbände verheben, dann könnte das doch genauso jedem recht sein. Also es geht doch gar nicht um den Status der Landesgeschäftsstelle. Sondern es geht darum, dass es erhalten wird. Wir wollen Strukturen erhalten. Vorhandene Strukturen erhalten und ausbauen und weitere Strukturen schaffen. Und ich glaube nicht, dass man als Landesverband sich hinstellen kann und sagen kann, wir betrachten die Bezirke in einer Rangfolge und denken, dass Oberbayern der wichtigste Bezirk ist und die anderen kommen hinten dran. Keine Rangfolge, sondern da, wo sie stark sind, die Starken stärken und da, wo sie schwach sind, unterstützend, wenn es möglich ist. Du sagst, es ist bald möglich, weil wir 100.000 haben, aber dann erst das machen. Dass wir in der Bezirksvorstandssitzung Oberbayern sind, was ihr macht, ist eigentlich das Diskutieren. Aber gut, das ist ja auch, das dauert halt ein bisschen, ich denke auch, das dauert zwar vielleicht ein bisschen länger für euch Bezirksvorstandssitzung, aber letztendlich Teil des Landesvorstands, Teil des KVs. Nein, also ich glaube, davon profitieren wir alle. Ich muss jetzt aber tatsächlich, obwohl ich KV-Vorsitzender bin und die Interessen des Münchens vertrete, bisschen sagen, ich finde, die Diskussion gleitet gerade sehr ab in, was ist am wichtigsten, was ist am besten. Ich glaube, das führt uns nicht weiter. Denn auch wenn ich denke, München ist am besten, ne, ich könnte genauso gut sagen, die Geschäftsstelle in Würzburg ist am besten, die haben mit Pöller Wahl ein besseres Ergebnis als wir in München. Ja. Also ich meine, das soll heißen, was ist am besten, nur weil wir jetzt mehr Mitglieder haben und irgendwie, das ist einfach kein Kriterium. Ja. Und auch wenn man die Zeiten vom Programm anschaut, fürchte ich, da die AGs, die hier, sich hier getroffen haben, haben bei weitem nicht das meiste Programm geschrieben. Aber was ich sagen möchte, eigentlich möchte ich diese Diskussion abbrechen. Ich würde gerne viel, viel lieber über Zahlen sprechen, weil ich finde es, eigentlich wollen wir alle die Geschäftsstelle weiterhalten und ich sehe es eigentlich relativ einfach. Es gibt so einen ganz groben Willen vom Landesverband, ein Drittel der Kosten zu übernehmen oder 25, muss man dann noch bis 30 oder 33 oder 28%, wie auch immer. Es gibt ungefähr ein Drittel von, um eine Zahl zu nennen, 32.000 Gesamtbudget, es gibt ungefähr ein Drittel kann der LV weiter übernehmen. Der KV kann schweren Herzens, zumindest bis zur Europawahl, auch ein Drittel übernehmen. Ja? Und dann ist die Frage für den Bezirk, um wieder auf die Bezirksvorstandssitzung, da steht jetzt große philosophische Reden zu schwingen, will der Bezirk ein Drittel von 32.000, um eine Größe zu nennen, will und kann der das zahlen? Und da kommen wir natürlich, letzter Satz, da kommen wir natürlich zur Parteienfinanzierung, die noch nicht feststeht. Allerdings mit dem Hintergrund, dass insgesamt über 100.000 Euro mehr zur Verfügung stehen als letztes Jahr, dürfte auch bei einem geringeren Teil, der an Oberbayern weitergegeben wird, das aus meiner Sicht relativ vermutlich sein, dass Oberbayern das zahlen können wird. Deswegen bin ich eher zusammensetzen mit Taschenrechnern, mit konkreten Zahlen und dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell zum Ergebnis. Die Zahlen hatte ich ja vorhin genannt. Das heißt, ne? 33.600 Euro. Ich würde nochmal hinterfragen wollen, wo die herkommt. Das ist das Budget von 2.800 Euro mit der erhöhten Miete, das wäre sozusagen was an den Kosten. Und dann ist die Frage, was streichst du? Wenn du billiger verhandeln willst, ist jetzt... Nein, streichen ist keine Rede. Es ist jetzt sozusagen von den ursprünglichen 27.000 und dann die Mieterhöhung und allem drum und dran, komme ich auf eine Zahl von 33.600. Die bisherigen 27.000 waren in Wahrheit 24.000. Ja, aber ich jetzt auch mal
ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sagen, du kannst immer darauf hoffen, dass budgettechnisch, sei es ob Heinz Arndt hier irgendwas reinträgt oder auch meinetwegen ich mal die Tabs für die Geschirrspüler hier rein. Ja, damit kannst du immer, dass sich dieser Betrag vermindert, ist jetzt für mich nicht überraschend. Aber wenn ich sage, was wäre wenn, das ist der Betrag, mit dem ich buchhalterisch einfach kalkulieren muss, wenn ich ein Budget ansetze. Das Budget wäre dann in der Höhe. Das ist dann hinterher von dem harten Geld, was ich tatsächlich außerhalb dieser Partei hinausgetragen habe, weniger ist, ist eine andere Geschichte. Aber dennoch ist es budgettechnisch das, über das wir, was wir pro Jahr reden. Also Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, lass es 30.000 sein. Ich will das jetzt noch kommt wahrscheinlich auf 32 und sowas hin, ja. Ich mache das, was der Florian jetzt mal gesagt hat. Ich würde das einfach mal sagen, wir machen das als Meinungsbild. Wir können hier keinen Beschluss zu fassen. Ich würde gerne ein Meinungsbild haben für die Frage, die der Florian gestellt hat. Wer darf ich zu Ende reden, bevor so, du das Meinungsbild... Nein, ich war nicht fertig. Klaus hat mich nur unterbrochen, jetzt unterbrechst du das auch noch. Ich wollte eben zu diesen konkreten Zahlen, die du gefordert hast, und dir auf die Frage eingehen. Kann sich der Bezirk dieses Drittel leisten? Wenn wir von einem Drittel reden, reden wir von 10.000 Euro im Monat, theoretisch. Ja. 10.000 Euro im Jahr, genau. Theoretisch, ja, wenn ich jetzt mir die Bilanz da anschaue mit 9.000 frei verfügbar, sollte drin sein, sollte jetzt nicht das Problem sein. Die Frage ist aber auch, wir zahlen kein Geld an die Geschäftsstelle vom Berchtesgadener Land, machen die irgendwie so, ja. Es wird auch dieses Thema, was der Land jetzt hat, könnte irgendwann in Zukunft auch auf den Bezirk zukommen. Und dann reden wir von Geldern, die uns in der Form gar nicht zustehen. Sollte sich die Partei wachsen, vielleicht wird sie schrumpft, dann sehen, da brauchen wir überhaupt gar nichts reden. Aber sollten. Ja, nein, für zukünftig ist, wir reden von den nächsten zwei Jahren. Das wird nicht kein Ziel. Das wird auch reden. Es gibt keinen Bedarf in den KVs für Geschäfte, wenn, dann sind das 50 Euro im Monat. Ich erinnere jetzt an die Piratengruppe Schweinfurt mit 30 Euro im Monat. Wir lösen doch gerade in Oberbayern mit KVs auf oder funktioniert ja, das ist also das steht gerade nicht aktuell an, ehrlich gesagt. Es steht aktuell nicht an. Wir reden jetzt über einen Zeitraum von zwei Jahren. Also wenn wir jetzt einen neuen Mietvertrag machen, wir würden ihn eh nur für zwei Jahre bekommen. Und wir können auch nicht über mehr als zwei Jahre mit der Parteienfinanzierung vorausrechnen. Also unser Horizont ist zwei Jahre, nicht darüber hinaus. Jetzt hätte ich einen Vorschlag sozusagen zur Güte oder was mir plant oder was den Bezirk planungstechnisch helfen würde. Deine Aussage ist ja ganz klar, es ist wesentlich mehr Geld von der Parteienfinanzierung. Und wenn ihr jetzt als Landesverband die Aussage treffen könntet, offiziell, das reicht nicht von hier, sondern offiziell. Das ist ja klar. Es wird mindestens so viel Geld wie im letzten Jahr ausgeschüttet. Dann kann ich mit dem Geld schon mal rechnen und dann ist die Finanzierung von der LGS erstmal fix. Also weiß ich, wie viel ich Geld dafür ausgeben kann. Und das Geld, was dann mehr da ist, darüber reden wir mit den 7 Bezirksverbänden ganz entspannt und mit euch. Das reicht noch nicht ganz, weil du musst doch das Drittel vom Land noch mitgesichert haben. Das ist richtig. Dann das ist eure Entscheidung. Es geht jetzt nur um meine Verhandlung, also meine Position an diesem Grundsätzlich, Montag. Dass man mal grundsätzlich weiß, egal wo es rauskommen wird, es bleibt gesichert, die Finanzierung. Genau, und zwar auf dem Niveau von diesem Jahr oder letzten Jahr, je nachdem, wann die letzte Ausschüttung dann war. So. Und dann weiß ich, wie viel Kohle auf jeden Fall da sein wird. Das müssten dann so 15.000 Euro für euch sein. So gucken wir da. Irgendwas dazwischen. Jedenfalls, selbst wenn ihr dann 10.000 Euro für die LGS zahlen muss, sind wir danach zwar pleite, aber nicht im Minus. So. Also das ist ein guter Ansatz, ja. Ja, wenn die Zusicherung kommt, dass wir dieselbe Summe wie in der Vergangenheit bekommen, würde ich sagen, ja, der Bezirk macht es. Nur diese Sicherheit haben wir halt bis heute nicht. Genau. Und über den Rest unterhalten wir uns dann halt in aller Ruhe. Dann können wir das Thema auch von der LGS klären. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich habe das Meinungsbild jetzt folgendermaßen mal formuliert. Wäre der Bezirksverband bereit, bei einer fairen Verteilung der Parteienfinanzierung, die dritte Lösung der LGS weiterzuführen? Wenn zumindest, wie war der letzte Satz, wenn zumindest die gleiche Summe wie letztes Jahr? Die gleiche Summe wie dieses, oder letztes Jahr, sagen wir mal letztes Jahr, weil dieses Jahr sind es Teilausschüttungen.
Ja, das reicht nicht. Also ja, es geht tatsächlich, es muss dann auch noch dieses Drittel des Landesverbandes irgendwo mit berücksichtigt sein. Es geht nur um Oberbayern. Ja, ist schon klar. Es geht letztlich um die Frage, was wäre denn der Minimalwert, den der Landesverband gedenkt, aus den Parteienfinanzierungsgeldern an Oberbayern auszuschöpfen. Ja, aber das kann man nicht wissen. Das ist sehr hypothetisch. Wenn hier der Landesverband eine Zahl nennen könnte, die im Idealfall so hoch ist wie die Summe aus bisheriger Ausschüttung plus das Drittel Miete der RGS, dann wäre die Sicherheit da. Genau, dann wäre die Sicherheit da. Die Zahlen kannst du ja mal rausholen. Aus dem Bauch aus würde ich sagen, das müsste möglich sein. Ja, genau. Aber das kann ich nur aus dem Bauch sagen. Das ist ja klar. Ich kann es jetzt nur aus dem Bauch raus. Ja, genau. Deswegen ist das auch nur eine Meinungsbild. Und es kann ja auch kein entscheidet sich nicht alleine. Und das Meinungsbild ist einfach nur eine Absicht, also was ist Absicht, da will man mal fixen, was man will. Es ist eine Antwort auf die Frage von Florian. Weil diese Frage war ja bei der dritten Lung, das genau, ist ja eine faire Lösung, die wir jetzt ewig lang hatten, die jetzt in der Frage steht, ob da der Bezirksverband bereit wäre, das weiterzutragen. Ja, wo sind das? Sind da unten? Oder? Da unten. Also, Olaf, ich hatte jetzt als Beauftragten mal unten hinzugefügt, weil du deine Meinung. Ja, das ist ja keine Abstimmung, das darf ist ein Meinungsbild. Das ist keine Abstimmung. Ja. Du kannst deine Meinung ja, nein äußern oder sagen Enthaltung oder was auch immer du möchtest. Mach mal ein bisschen höher. Wir hatten den Beamer gerade. Also um die Unsicherheit in der letzten Debatte raus. Ja, zu entspannen. Ja, genau. Das wäre. Ja, ihr wisst ja, dann sieht schau mal, ja rein. Ja. Gut. Nur als Hinweis: wenn zumindest die gleiche Summe aus der Parteienfinanzierung, damit Leser, die jetzt nicht zugehört haben, verstehen, was du meinst. Steht da noch Parteienfinanzierung oben? Verteilung bei einer fairen Lösung der Parteienfinanzierung. Ja, aber unten weiß man nicht, was ist. Zumindest sieht. Die gleiche Summe aus der Parteienfinanzierung. Weil die Summe aus der Anteile der. Sorry. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt mal reingeschrieben, dass für einen Klaus, der jetzt halt nicht da ist, wenn nicht anwesend wird, eventuell nachgereicht, dass wir ihm die Möglichkeit geben, einfach seine Meinung da noch reinzubringen. Meine Meinung ist mir scheißegal. Klaus, deine Meinung würde mich interessieren. Ja. Als Bezirksverband sage ich natürlich ja. Ja. Wenn wir jetzt schnell mal deine Ämterkumulation mal so richtig aufgebrochen. Die muss natürlich. In dieser Vorstandssitzung hast du nur die Interessen Oberbayerns zu unterrichten. Ja, dann dürfte mich aber keine Fragen stellen. Musst du den Landesverband anrufen und den Schatzmeister des Landesverbandes. Es kann dann passieren, dass ich dann rausgehe. Ich war gerade nur des Kreises, Leute. Okay, ich merke schon, die Stimmung hat sich mit dem Vorschlag auch gebessert. Es sind Irritationen entstanden durch diesen Beschluss, das sehe ich ein. Und ich weiß ja, ob ihr vorhin schon über die Kommunikation drumherum geredet habt. Das ist auch ein guter Spin-off, dass wir da, also das finde ich auch eine gute Sache, daraus gelernt zu haben. Oder? Daraus zu lernen, dass tatsächlich formale Kommunikation effizienter sein kann als informelle Information. Das hat sich daran gut bewiesen. Dieser Beschluss, was glaube ich hinzukam, war, dass der nicht richtig verlinkt war. Auf der Wiki-Seite, sodass man den Beschluss nicht, das Protokoll nicht richtig finden konnte. Das war natürlich ein Scheiß, dass das Protokoll nicht findbar war, ganz klar. Und vielleicht, ja gut, es steht dann schon im Protokoll, glaube ich, wird schon gut genug ausgesagt, dass es eben nicht darum geht, hier die Geschäftsstelle aufzugeben, sondern dass es darum geht, hier neue Grundlagen und letztlich für mein Empfinden solidere Grundlagen zu schaffen, diese Geschäftsstelle zu erhalten und nicht nur die, sondern sogar noch weitere. Also es muss kein Mensch Angst haben, dass diese Geschäftsstelle hier in irgendeiner Weise geopfert werden soll. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da wird dann noch so der neue Landesvorstand in demselben Schnee messen wie der alte.
Quatsch. Ja, aber nur mal ganz ehrlich, solange wir jetzt noch nichts fix beschlossen haben und jetzt das gekündigt ist, ist es sehr stark vergleichbar mit den Amerikanern. Da wollten weder Republikaner noch Demokraten, dass der Amerika pleite geht, aber wir haben jetzt einen konkreten Termin und bis dahin keine Lösung finden. Und Piraten sind ja dafür bekannt, eventuell ja, auch mal zu streiten. Ich hatte ja schon mal eine E-Mail ausgeführt, dass wir uns bitte nicht mehr auf die Analyse und Auslegung der Vergangenheit konzentrieren, sondern eben auf die Zukunft schauen. Und die Zukunft schauen ist eben so, dass ihr Hausaufgaben macht im Landesverband und eben eine solche Aussage möglichst bald herbeiführt. Aus dem Grund, mir wäre es natürlich am liebsten, wenn wir uns am Montag hier zusammensetzen, dass diese Aussage dann schon entweder da ist oder zumindest nicht da ist. Das ist ein Problem der Ämterkumulation, also, weil leider der Bezirksschatzmeister als Landesschatzmeister im Augenblick mit einem riesigen Sack an Scheiße beschäftigt. Da wollte ich jetzt gerade sagen, den einzigen vernünftigen Grund, wirklich warum Stress ist, hat er geliefert. Weil er letztendlich das Geld für die Kommunalwahl nächstes Jahr richtig braucht und da planen muss. Also das ist das Einzige, wo ich diese Woche gesagt habe, ja, da hat er eigentlich recht. Wir haben jetzt wirklich ganz andere Geschichten zu tun im neuen Verband. Ich stehe momentan nämlich im Gegensatz zu ihm in der GU drin für die EGS verantwortlich. Ich möchte da auch gerne dabei sein, wenn wir das besprechen. Insofern ist das Montag wirklich ein erstes Treffen. Ich komme nach irgendwann, keine Ahnung, um 8 oder sowas. Aber bitte nicht jetzt unter Druck setzen und sagen, dass wir das bis Montag schon ein festes Angebot auf den Tisch legen müssen. Es muss kein festes Angebot, aber es muss zumindest eine Aussage kommen, ob ihr euch generell dazu bereit erklärt, die Landesgeschäftsstelle. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nämlich das, was wir Nein, bitte, Leute. Wir waren gerade sehr entspannt bei der Aussage gewesen, dass der Landesverband einfach nur eine Aussage tätigen könnte, dass die gleichen, mindestens genauso viel Geld in dem Bezirksverband ausgeschüttet wird wie letztes Jahr. Und mit der Aussage können wir von mir aus weiterreden, aber es hat mit der LGS nur, natürlich hat was damit zu tun, aber das kann man davon trennen. Und nur darum, das hätte ich gerne bis Montag, wenn es geht, wenn es hinkriegt. Ja? Weil dann können wir wirklich mal sinnvoll über die LGS reden, weil bis dahin habe ich nix. Nein. Das wäre deshalb super, wenn nur, es geht nicht, dass ihr eine Aussage macht, wir finanzieren das oder so, sondern nur genau diese Aussage. Den Boden machen. Genau, den absoluten Boden herstellen. Ja. Genau. Weil wir dann auch eben auch wirklich das haben, wo wir sagen können, da können wir auch diese und jene Entscheidung daraus treffen. Ohne diese Grundlagen geht es nicht. Ja. Oder siehst du das an? Also wie gesagt, dass das Gespräch da findet, ist richtig. Ich finde es halt so ein bisschen übers Knie gebrochen mit dem Montag. Aber das ist mir wurscht. Also Klaus ist da. Nein, Klaus ist da. Insofern passt das. Hier, ich habe jetzt einfach mal die Tabelle genommen, wie bisher der Schlüssel funktioniert für die Parteienfinanzierung. Der bisherige Schlüssel. Wenn ich in diese Tabelle als Ausschüttungsbetrag 150.000 Euro reinschmeiße, dann kommt für Bayern 30.000 Euro und für Oberbayern 29.500 Euro. Ja, klar. Aber wenn du genauso viel ausschüttest wie letztes Jahr? Nochmal, wenn ich 150.000 Euro nach dem alten Schlüssel verteilen würde, wären das 30.000 Euro für Oberbayern. Ja. So, wenn ich jetzt sage, dass wir, das ist ja nur mein privater Wunsch, das ist ja noch nicht der Landesverband, dass meine Idee wäre, die Verteilung nicht mehr nach diesem Schlüssel vorzunehmen, sondern ihn dahingehend zu modifizieren, dass ein Teil direkt in Geschäftsstellen landet und der Rest wird ausgeschüttet. Mhm. Heißt das doch unterm Strich, dass das in derselben Größenordnung sein wird, in Summe. Wie sich das jetzt zwischen LGS und Parteienfinanzierung hin und her schiebt, ist doch eine Wurst für Oberbayern. Dann hast du die Handlungsoption, aber nicht ich. Kurze Frage. Welche Summe? Die LGS fließt nicht. Nee, ich glaube, wir haben Summen. Für den Bezirk eventuell nicht. Und welche Summe hat denn Oberbayern das letzte Mal bekommen? Was ist denn der Ein Drittel davon. Nein. Also wie viel 1.000 Euro habt ihr die ungefähr bekommen? Ungefähr 10.000, 20.000? 10.000. Das heißt, wenn von diesen 150.000 der Verband mindestens 80.000 behält und mindestens 60.000 nach dem alten Schlüssel verteilt, dann haben wir uns auch safe. Das ist doch eigentlich... Es wird mehr Geld sein als bisher, das will ich damit sagen. Egal, wie sich es auf LGS oder sonstige freie Parteienfinanzierung aufteilt, es wird immer mehr Geld sein. Muss halt schriftlich und fix sein. Es kann gar nicht weniger sein. Ich kann auch 140.000 Beihilfe, 20.000 Beihilfe. Ja, theoretisch natürlich kann der Landesverband. Ich bin zu lange im Demokrat. 80% der Rest wird ausgeschüttet.
Wir wollen schriftlich. Deine geäußerte Aussage wollen wir schlichtweg schriftlich. Da müssen wir im Landesvorstand besprechen. Ja, beschließt das der, der Vorstand Oberbayern, will das schriftlich haben. Nichts weiter. Und es geht ja wirklich nur um das Geld. Wer da Mieter ist oder Hauptmieter, ja, das ist das, was kann man alles regeln. Und es ist halt den anderen Bezirken gegenüber. Es stellt sich natürlich sehr viel besser dar, wenn man sagt, das sind alles Bezirksgeschäftsstellen und der Landesverband mietet sich halt nur zusätzlich ein. Weil dann damit gibt es keinen Streit mehr zwischen denen. Ja, jetzt sind wir aber schon wieder bei der LGS-Diskussion, die wir aber gerade eigentlich nicht führen. Geschäftsstellen-Diskussion, genau. Ja, sondern wir wollen jetzt eigentlich... Hat der Florian als Kreisverband hat eine Frage an uns gestellt. Ich wollte wissen, ob da noch mehr Fragen waren, die du an den Bezirksverband wegen der LGS stellen wolltest. Oder ist das... Ich weiß nicht, ob das in dieser Sitzung... Also tatsächlich, das Lustige ist ja, ich will die am allermeisten halten. Aber wenn wir über einen Zwei-Jahres-Vertrag reden, muss ich euch halt auch aus Untergliederung sagen, ich kann euch mit der aktuellen Budgetplanung nicht versprechen, dass wir über 2 Jahre im letzten Quartal der letzten 2 Jahre das Geld noch haben. Und wenn wir pleite gehen, ist es euer Problem. So. Ja. Aber das ist alles, was ich so sagen kann. Aber das sollte dann Gegenstand von dem Gesprächen sein. Sehe ich auch so. Das muss nicht in eure Sitzung rein. Also das. Können wir den Termin gerne auf 20 Uhr verschieben? Das nein, also lasst das jetzt so close, Herr Dieter. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Du hast auch München Land eingeladen. Jetzt kommen alleine schon 4 Leute München Land. Transparenz, alles schön und gut. Ich glaube, wir hätten das wirklich Bezirksvorstand 1, 2, 3 Leute erstmal darüber sprechen sollen und dann den Rest. Damit wir erstmal Grundlage haben. Ich bin da sogar noch einen Schritt weitergegangen. Ich hatte noch vor all diesem Chaos, hatte ich im Seekor und mit dir ausgemacht, dass wir uns mal treffen. Aber mit dem Seekor ist das Treffen nicht zustande gekommen. Weil. Und der Vorsitzende einfach mal die Köpfe zusammenstecken. So ja, also wäre so besser gewesen. Aber du bringst jetzt dazu gesagt, ja, aber das gehört jetzt eigentlich nicht. Nein, es ist tatsächlich diese Geschichte, dass der Landesparteitag so zeitnah war mit diesem laut Mietvertrag Kündigungstermin am nee, 1.1. Wahl. Hätte vor uns auch gewählt, dass wir die Vergangenheitsbewältigung jetzt. Nee, ich will das alles so einfach. Ja. Das war schade, das ist blöd. Wir müssen halt schauen, dass wir sich in Zukunft klarer kommuniziert kriegen, was jeweils der jeweilige Verband. So, ja, das was jetzt mir übrig bleibt, ist nochmal zu fragen, was du hast jetzt gesagt, wir diskutieren im Landesverband. Ihr könnt ja das über die Mailingliste mal intern, ja. Mal die Gedanken kreisen lassen. Ja, es gibt nur das Gedankenkreisen, ja. Und wenn er am Montag schon toll ist, das war dann eine... Kann ich nicht versprechen, dass am Montag schon was... Ja, du kannst es nicht versprechen, aber du kannst dann auch hinarbeiten. Wir haben auch die LGS... Es ist eher unwahrscheinlich, dass es passiert. Wir haben auch die LGS-Mailingliste, wo jeweils alle Vertreter und ich weiß nicht, Interessenten noch drauf sind. Wenn da irgendwelche Aussagen kommen, die öffentlich zugänglich gemacht werden können, wäre das auch zumindest für mich in Ordnung, dass wir irgendwas wissen oder planen. Die EGS-Ultraliste oder was? Ja, genau. Also es muss nicht alles am Montag geklärt werden. Aber wir können ja den Dialog weiter aufrechterhalten über die Mailingliste, dass wir einfach versuchen, miteinander zu kommunizieren, alle zusammen. Und ich finde, da gehört auch der Kreisverband München Land drauf. Wenn wir versuchen wollen, die LGS zu finanzieren und man will weniger bezahlen, dann muss halt das Geld von irgendwo herkommen. Und das Interesse von Kreisverband München Land wurde mir zumindest von Birgit. Das ist immer schon wieder dabei. Genau das, was du uns vorwirfst, das machst du jetzt. Genau jetzt. Und das ist das Problem. Ich bin kein Vorstand mehr, ich habe das schon geschrieben, aber da ist noch nicht drüber gesprochen worden. Und du kannst nicht, was du mit Birgit und mir hier bei den Neubürgern gesprochen hast, als Aussage nehmen. Das ist das, was du uns vorgeworfen hast. Habe ich recht? Darf ich kurz ausreden? Die LGS-Orga-Sitzung ist eine öffentliche Veranstaltung. Das ist nicht was Exklusives für nur Landes-, Bezirks- und Kreisverband. Für eine offizielle Veranstaltung. Ich lade zu den Neupiraten alle ein, aber ich lade da auch gerne alle Kreisverbände ein, die bereit sind, einen Cent in den Topf zu werfen, dass die Geschäftsstelle offen bleibt. Ich lade da gerne alle ein, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist. Wenn du ein privates Treffen zwischen Kreisbezirk und Landesverband machen möchtest, dann ist das was anderes. Da kann ich dir gerne recht geben. Da würde ich nicht ohne zu fragen vorher den Kreisverband München-Land einladen. Aber wenn mir das ins Zeug getragen ist, das ist eine Einladung gewesen. Ich habe Birgit gesagt, ich lade dich gerne zu solchen Treffen ein und dementsprechend habe ich sie dazu eingeladen. Wobei ich jetzt doch mal als du hast dazu eingeladen, okay, das gehört aber nicht in die Oberfläche. Ja, das gehört eigentlich nicht. Also da ist jetzt... Wir müssen aber gerne noch mal da können wir uns gerne mal unterhalten, also ich eigentlich schon. Okay.
Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Leute, die zuhören. Wir haben auch noch Streaming-Leute, die zugucken. Wie sind es denn da? Also, haben wir mehr dazu gekriegt? Haben wir einen Tatrekord? Vor uns waren es 8 oder 9 Leute, die jetzt 7 Leute sind. So. Gut. Dann würde ich an der Stelle das gerne abschließen. Zumindest was die Finanzierung, was Patentfinanzierung begeht. Und ich würde auch gerne das LGS-Thema nicht weiter behandeln, sondern das eben auf die Gespräche am Montag mehr oder minder vertagen. Wobei nochmal das Angebot steht, dass damit du weiterhin kannst, können wir auch gerne auf 20 Uhr, ist mir auch nicht unrecht, weil um 18 Uhr ist für mich ziemlich knapp. Wir haben aber das Problem, dass 20 Uhr, ne, wann habt ihr Sitzung am Montag? Gar nicht. Ah, ihr habt das denn so. Ja, aber es ist jetzt schon sehr lange deutlich kommuniziert. Ja, also ich würde das also jetzt nicht nochmal verlegen. Okay. Also dann bis wir irgendwas zu Potte kommen, ist eh 20 Uhr. Ich bin ganz sorgen. Das ist. Ja, ich meine, deine Einflussmöglichkeiten sind natürlich im Zweifel dann geringer. Ja. Nein, das hat ja nichts mit Einflussmöglichkeiten. Es geht nur eigentlich nur darum. Ich fand's halt. Nein, es gehört jetzt nicht mehr. So lebt man auch. Okay, gut. Ja, schön, dann entspannen wir alle. Wir haben ansonsten nur noch einen geschlossenen Teil oder wir haben da etwas übersehen. Gibt es noch Fragen? Genau, gibt es Fragen? Wann ist heute Sitzparteitag? Wir machen jetzt eine Ausschreibung, die haben wir heute beschlossen, für jeweils ein Wochenende oder einen Tag, ein Wochenende im Januar, und zwar die nicht das erste oder zweite Woche. Apropos, ist kleine Foxy noch in der Telco? Alex? Hallo? Ja, ich bin noch da. Super. Also, du hast eine E-Mail geschrieben bezüglich Erding und dann noch Markt Schwaben, wo du dann Unterstützung von den Ebersbergern haben wolltest. Ja, also in Erding, das wäre die Sache, dass wir 200 nicht reinkriegen. Und da wäre eventuell das im Internet vielleicht auch ein Problem, weil ich glaube nicht, dass die den Dach haben, den wir gerne hätten. Aber das müsste ich noch klären. Mats Schwaben kam jetzt am Montag, weil wir am Stammtisch gesprochen haben darüber, weil das einer erzählt hat, das würde theoretisch nur 80 Euro kosten, wenn das ein Pirat auf Mats Schwaben macht. Aber ich habe gestern schon mal geglaubt, nach der Landesvorstandssitzung darüber gesprochen und dann habe ich dann rausgefunden in diesem Formular, wo ich auch den Link geschickt habe, dass es dann 200 Euro wert. Das ist auch okay. Für den Raum, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß weder was von Internet, noch wie das dort ausschaut mit Chartering oder Ähnlichem. Das ist diese komische Halle, wo ein Restaurant daneben ist, an dem Marktplatz in Marktplatz. Nein, Walli. Das erste, das mit Erding wäre diese komische Halle in dem Restaurant, wo du auch da angeschaut hast. Ja. Das zweite habe ich selber nicht gesehen, das wäre ein Mark Schwaben, das wäre der Untersäule, wenn der Mannstieg da ist, dem sollte das ein Begriff sein. Und der Bräu ist direkt neben der Kirche. Schon mal der Weihnachtsfeier. Ja, genau. Ja. Genau. Der ausgelegt bis 300 Leute. Und würde 200 Euro uns kosten als auswärtige Partei, quasi. Weil wir ja der Bezirk sind und nicht die Piratenpartei Übersberg. Oder aktuell vielleicht noch. Wir sind auch der Vorstand vom KV Ebersberg. Schreib mal einfach drunter, das KV Ebersberg ist ja nicht mietet. Vielleicht ist das kein Problem. Ja, ist ja egal. Nein, sind wir fusioniert. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir den Mietvertrag noch reden. Ja, okay. Aber wo wir bezahlen werden. Ja. Okay, aber selbst 200 Euro wären noch tragfähig. Vielleicht kannst du ja mal diese Details über die Raumgröße in Alten Erding ist es ja, glaube ich, sogar und das Ganze, was du weißt über Max Schwaben, mal zusammenfassen und uns schicken. Das können wir dann ins Wiki stellen oder du kannst es direkt ins Wiki als Ausschreibungsdetail stellen. Und dann schauen wir uns das an und dann entscheiden wir uns von dem, was reinkommt. Und es sieht ja nicht danach aus, dass da sich alle hier und Hallo schreien, sondern du das machst. Vielen Dank übrigens. Und ja, dann werden wir uns einfach eins von beiden dann nehmen. Ja? Soweit ihr Erinnerungen habt, ist Alten Erding auch okay. Also so viele Leute kommen, also
wie viele Leute passen da rein, haben wir gesagt, 80, 100 Leute für den Vorstandswahl auf Bezirksebene dürfte das noch ausreichen. Also müssen wir uns aber nochmal unterhalten. Okay, dann wäre dann mal in alten Erding noch zu klären, wie es mit dem Internet ausschaut, denke ich mal, das ist eine. Wobei, selbst das kriegen wir hin, wenn die keins haben, entweder sie haben eine Telefonleitung, wo man DSL-Anschluss hinlegen kann, das ist zwar teuer, aber geht, oder wir bauen mit einem UMTS-Router-Quatsch irgendwas auf, oder endlich sind wir alle konzentriert am Parteitag und hören denjenigen zu, der vorne steht und es gibt keinen. alles recht, ja? Also, folgendes, bei alten Jährigen müsste ich nur abklären, quasi DSL ist vorhanden, ich weiß nur nicht, wie stark die Leitung und ob wir die richtig nutzen könnten, das würde ich abklären. Das Zweite, ich habe gesagt, ob er irgendwie eine Zeichnung von dem Raum oder so hat, muss er schauen, aber er schickt mir das per E-Mail, meinte er. Wobei es da reicht, wenn du die Maße des Raums, einfach nur Länge mal Breite und die Höhe war, glaube ich, noch, weil das ziemlich flach war, das Ding, entscheidend, wenn du das mal rüber schickst, dann kann man ausrechnen, wie viele Stühle und so weiter da reinpassen. Beziehungsweise natürlich, wenn der weiß, was da reinpasst, da was auch dazu sagen, weil das geht am besten. Und darauf kann man schon eine Entscheidung oder zumindest eine Richtung sehen. Okay, das eine würde ich mir wünschen, dass sich der Bezirk auch wieder macht, wie weit er Erding von dem her unterstützt, weil jetzt bei mir noch keiner so riesen Begeisterung zeigt dafür, dass ich überlege, dass wir das machen würden in Erding. Und ansonsten wäre ich da allein und ich glaube, das wäre ein bisschen aufwendig dann allein. Gut, das ist natürlich immer eine Sache. Wobei, da hatte ich dir ja schon gesagt, oder wir geraten doch mal mit dem Ron bzw. mit der SG Event, also Kalle, mal Kontakt aufzunehmen, an welchem Tag sie überhaupt Zeit hätten. Und weil im Endeffekt ohne die geht eh nichts, ganz ehrlich. Und wenn jetzt zumindest die Technik steht, an Orga und an Ausdrucken von irgendwelchen Wahlzetteln und Stimmzetteln und was da alles eben anfällt, das kriegen wir dann hin. Für den Hintergrund hier macht Schwaben natürlich noch viel schlimmer, weil da ist gar keiner. Ja, folgendes, dann würde ich noch diese Kleinigkeiten in Bezug auf Altenerding abklären. Für die nächste Woche trotzdem noch ein paar Schwaben anfragen, weil selbst wenn wir sagen, nee, machen wir doch nicht oder so, wäre vielleicht die Information des Faktoren gar nicht so blöd, wenn sie hätten für, was weiß ich, in 2 Jahren oder so. Absolut, dass man irgendwie weiter alarmiert wird. Da kann man auch mal ein LPT machen, wenn da 300 Leute reinpassen. Ja, wie auch immer. Gut, ich informiere euch, schicke euch dann eine E-Mail nächste Woche. Es gibt etwas noch, eine Kleinigkeit, habe ich kurz gestern auch mit Klaus gesprochen. Es meisten Leute am Montag, der Bezirk, einer vom Bezirksvorstand müsste die Mitgliederversammlung in Erding diesen Monat eröffnen. Ich sollte das bitte klären. Ich habe gestern mit Klaus gesprochen. Wir haben jetzt 2 Datenschutzerklärungen. Ich weiß nur noch nicht, weil ich kein PGP momentan habe und so weiter, wie wir zu der Liste kommen. Aber ich glaube, das würde das geringere Problem sein. Die zweite Sache ist, weiß jemand, ob es irgendwie zwingend erforderlich ist, dass jemand vom Bezirk diese Mitgliederversammlung eröffnet muss. Das letzte Mal war der Pirat Morgenstern da. Im Kopf. Der es dann auch in die Zeitung geschafft hat. Die Frage ist, brauchen wir, wenn wir jemanden haben oder mehrere, die akkreditieren können, jemand, der das Ding eröffnet vom Bezirk, oder reicht es, einen Umlaufbeschluss machen, dass Piraten XY das Ganze eröffnet haben? Erstens könnten wir jemanden beauftragen, zweitens ist es so gewesen, ihr habt das letzte Mal das schon alleine gemacht und ihr habt die Mittel, wir haben ordentlich dazu eingeladen und mir ist nicht bekannt, warum dann unbedingt von uns jemand das eröffnen müsste. Aber vielleicht schafft es auch jemand von uns da hinzukommen. Inkognito. Das gerne. Inkognito, genau. Also nur zur Erklärung, im Zeitungsbericht stand drin, dass wir nicht unsere Echtnamen angeben und dass wir alle anonym unterwegs sind und da wurde ich zitiert als Pirat Morgenstern, der im Protokoll auftritt.
weil der den Artikel geschrieben hat, nicht wusste, dass morgen schnell nochmal nachhaken ist. Also deswegen war ich werde darauf achten, wenn ich das nächste Mal nochmal versammle oder Versammlungsleiter bin, dass ich alle richtig anrede. Von dem her, da müssen aber alle ihre echten Namen auf Schilder schreiben. Nur Teil der Twitter, ja, Teil der Namen nur als Twitter-Account kenne. Von dem her. Und das ist dann für mich einfacher, wie auf einmal, weil Christoph, ihr könnt da gerne mal Page oder so nachschauen, wie oft der Name Christoph in Bayern oder in Oberbayern allein schon auftaucht. Das ist einfach Unsinn. Oder Stefan ist auch ganz gefährlich. Wenn ich da Stefan sage, dann tun fünf Leute hier schreien. Das ist eigentlich total schwachsinnig. Glaubst du, was hier passiert, wenn ich hier Klaus sage? Das sind drei Leute angesprochen. Nur zwei, also vielleicht nur im Moment. Okay. Aber recht herzlichen Dank, dass du dich darum kümmerst. Das war es eigentlich, meine Rückfrage. Genau. Danke. Gut, dann würde ich 10 Minuten Pause machen. Und dann machen wir den geschlossenen Teil. Ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr da wart. Telco. Servus bei uns. Servus. Ja, servus. Du, Arno, du hast die Einladung rausgeschickt an Muckel oder was? Gestern, sagst du. Und nee, nicht Muckel, das war Erwin. Nein, du hast gestern, also hieß es vorhin, habt ihr gerade gesagt, gestern ist es rausgeschickt worden mit diesem einen Satz Ergänzung. Das war Biro. Das war nicht ich, der das Biro hat es rausgeschickt. Oder Biro wollte. Also ich habe nichts bekommen. Geschickt. Die sind jetzt gerade zu, das müsst ihr. Ich weiß das. Sie haben Probleme mit ihrem E-Mail-Account und wie jetzt nicht, wahrscheinlich schickt es jetzt ein neues. Ich habe nichts bekommen. Da könnten wir den Satz nämlich doch noch ändern. Nicht die Satzung ändern, den Satz ändern in der Einladung. Was hast du für ein Auto? 6. Ach, das ist gut. Das ist okay, dann fahre ich mit dem Auto. Okay. Warum das jetzt? Weil ich dann auf dem Rückweg mal letzte Zeit nutzen kann. Ich setze mich mal wieder in den Stream. Außer mich. Das Leben ist eines der härtesten. Irgendwo kursiert eine Äußerung. Stimmt. Ist denn nichts passiert?